Liebe Freunde der Online-Reihe Buch trifft Hirn, wir befassen uns heute mit einem Thema, das seit einiger Zeit in aller Munde ist und hören dazu Grundlegendes aus berufenem Munde, nämlich von Manfred Spitzer über künstliche Intelligenz. Diese Reihe Buch trifft Hirn, organisiert vom Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs CORTICES in Nürnberg, begann vor 2,5 Jahren mit einer Buchvorstellung zum Thema Hirnforschung von John Dylan Haynes. Und es ist ein schlüssiges und erfreuliches Zusammentreffen, dass die heutige, die vorerst letzte Folge dieser Reihe nun ebenfalls von einem renommierten Hirnforscher bestritten wird. Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer, die meisten Zuhörer werden ihn kennen, ist seit einem Vierteljahrhundert ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm. Er studierte Medizin, Philosophie und Psychologie in Freiburg, promovierte in Medizin und in Philosophie und habilitierte sich für das Fach Psychiatrie, in dem er auch Facharzt ist. Danach war er einige Jahre an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Heidelberg tätig, bevor der Ruf nach Ulm erfolgte. In die Heidelberger Zeit 1996 fällt die Veröffentlichung seines grundlegenden populärwissenschaftlichen Buches Geist im Netz im Spektrum Verlag, das mit dem heutigen Thema durch das bereits damals zentrale Konzept des neuronalen Netzes verbunden ist. Mit der Sendereihe Geist und Gehirn des Bayerischen Rundfunks wurde Manfred Spitzer außerdem einem breiteren Fernsehpublikum bekannt. Aus der Fülle der weiteren Buchveröffentlichungen rufe ich nur folgende in Erinnerung. Da war zum einen Lernen, Gehirnforschung und die Schule des Lebens, erschienen bei Spektrum im Jahr 2002. Und dann die beiden durchaus polarisierenden Titel Digitale Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen, erschienen bei Drömer 2012. Und das Nachfolgebuch Cyberkrank, wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert, auch bei Drömer 2014 erschienen. Und ferner erwähne ich noch Einsamkeit, die unerkannte Krankheit, schmerzhaft, ansteckend, tödlich, bei Drömer 2018 erschienen. Heute nun geht es um die aktuelle Neuerscheinung, ist wirklich sehr aktuell, erst im November diesen Jahres herausgekommen, in der nicht nur die Arbeitsweise tiefer neuronaler Netze und maschinellen Lernens elementar erklärt wird, sondern auch die geradezu atemberaubenden Erfolge und Leistungen dieser Technik und vor allem die Durchbrüche der letzten wenigen Jahre an vielen Anwendungsbeispielen geschildert werden. Von künstlicher Intelligenz erfasst und beeinflusst werden sowohl Natur- als auch Geisteswissenschaften, Medizin und Straßenverkehr, Kriegsführung und Katastrophenvorsorge, Texterzeugung und Bildmanipulation, Handel und Wandel. Zeit, darüber nachzudenken, was die KI wirklich besser kann als wir und warum. Zeit, sich eine faktenbasierte Meinung zum Umgang mit KI zu bilden. Und dabei hilft uns nun Professor Manfred Spitzer, dem Menschen überlegen, wie KI uns rettet und bedroht. Herr Spitzer, bitte. Okay, jetzt müssten Sie den Bildschirm sehen. Und ich möchte einfach versuchen, in der kurzen Zeit, die ich habe, ich werde nicht das Buch vorlesen. Erstens, weil ich nicht lesen kann und zweitens, weil das nicht sehr weiterführt, sondern wir versuchen Ihnen so ein paar wichtige Gedanken daraus eben auch mit Hilfe von den Folien klarzumachen, die hoffentlich hilfreich sind und die Dinge nochmal ein bisschen klarer machen. Sorry, das ist vielleicht die textreichste Folie, die ich habe, aber die macht so schön klar, wir schreiben das Jahr 2035 und künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig. KI-Systeme leiten Krankenhäuser, betreiben Fluggesellschaften und bekämpfen sich gegenseitig vor Gericht. Produktivität ist hoch und es gibt Unternehmen, die sich mit rasanter Geschwindigkeit entwickelt und vergrößert haben. Wir haben Wirtschaftswachstum, alles läuft auf Hochtouren, aber trotzdem wird KI gleichzeitig unberechenbarer, zerbrechlicher und weil Terroristen Wege finden, KI zu benutzen, Cyberwaffen manipulieren und so weiter. Und was schlimm ist, gesellschaftlich auch gut bezahlte Jobs werden plötzlich nicht mehr verfügbar sein und die hochbezahlten Spezialisten werden arbeitslos. Das ist so eine der Utopien, die konnte man in Foreign Affairs jetzt vor 2 Monaten nachlesen im September-Oktober-Heft. Und die Leute, die das geschrieben haben, das sind auch Fachleute, die darüber sich Gedanken gemacht haben.
Und das soll nur einen Vorgeschmack geben, worum es gehen soll. Man muss sich darüber Gedanken machen, was ist KI und wie funktioniert es und was haben wir davon. Seit dem 30.11., das ist jetzt also gut ein Jahr her, sprechen alle von KI und das lag tatsächlich an ChatGPT. Und das ist ein Plauderroboter, so kann man Chatbot ja locker übersetzen. Und der redet und schreibt viel, manches ist wahr, vieles ist falsch, vor allem weiß man nicht, was was ist und es geht durcheinander. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass es sowas gebraucht hat, damit KI irgendwie diskutiert wird von uns gesellschaftlich. Denn Veränderungen und Durchbrüche in der KI, die gibt es schon seit etwa 10 Jahren. Und die sind keineswegs irgendwie bedeutungsloser. Ich finde sie sogar persönlich viel wichtiger als ein Plauderroboter. Aber der Plauderroboter, der hat es nun mal geschafft, das KI-Thema weltweit gesellschaftlich zu verankern. Er hat dann ta tatsächlich sogar dazu geführt, dass KI in der Tagesschau kam. Das war Ende Januar. Und im März ging es dann schon so weit, dass das erste Moratorium gefordert wurde, wo man sich schon gewundert hat, wovon reden die? Denn da war auch schon von 300 Wissenschaftlern unterschrieben, dass es gefährlich werden könnte. Und es war von Pandemie oder Atomkrieg, ähnlichen Schreckensszenarien die Rede. Das Ganze kam dann nochmal Ende Mai, wieder von Hunderten von Wissenschaftlern, unter anderem von den Erfindern von KI, von Geoffrey Hinton angefangen, der den Backpropagation-Algorithmus mitentwickelt hat, also wie man einem mehrschichtigen neuronalen Netzwerk, ich komme noch darauf kurz, wie man dem was beibringen kann, wie das lernen kann, bis hin zu Sam Altman und Demis Hassabis, also die Protagonisten, die jetzt junge Kerle sind und große Firmen gegründet haben, die Milliarden wert sind. Und dass es dann tatsächlich da Probleme gab, das war im Juni plötzlich gar, als im Fachblatt Science, also so ein Schreckensszenario beschrieben wurde, was nicht ganz unwahrscheinlich ist. Und da plötzlich dachte ich, aha, jetzt weiß ich, was die vielleicht schon ein paar Wochen vorher wussten, nämlich, dass es tatsächlich solche Schreckensszenarien gibt. Ich werde auch noch bei Gelegenheit kurz darauf eingehen. Dass die Menschheit bedroht. Ja, das habe ich gerade eben gesagt. Und jetzt möchte ich ganz kurz systematisch beginnen bei einem Herrn, der ist nicht so bekannt wie Albert Einstein, aber ist eigentlich mit ihm in einem Atemzug zu nennen, wenn man über die ja, schlauesten und einflussreichsten Wissenschaftler aus dem letzten Jahrhundert reden will. Der John von Neumann hat nicht sehr lange gelebt, aber auf ihn gehen die Computer zurück, die wir heute alle verwenden. Die haben die sogenannte von Neumann-Architektur. Und auf ihn geht auch ein Buch zurück, ist bis heute lesenswert, hat er kurz vor seinem Tod geschrieben. Er ist an Pankreas-CA gestorben, ziemlich, wie gesagt, sehr früh, mit 54 Jahren. Möglicherweise, weil er nicht nur Computer entwickelt und gebaut hat, sondern auch die zum Berechnen der Atom- und der Wasserstoffbombe verwendet hat. Und bei den Versuchen war er auch immer dabei. Und es gibt Spekulationen, ähnlich wie bei Madame Curie, dass er daran vielleicht mit verstorben ist. Man weiß es aber nicht ganz genau. Nun, fast gleichzeitig mit den Computern, die von Neumann erfunden hat, bei denen eine CPU rechnet, ein Speichermedium speichert, wo Informationen vor allem hin und her geschaffelt werden zwischen Verrechnung und Speicherung, was nebenbei auch Zeit und Energie kostet und die meiste Energie unserer Computer, die wir heute haben, verbraucht, dieses Hin- und Herschieben von Informationen. Gleichzeitig wurde was ganz anderes erfunden. Nämlich schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts und dann wurde auch ein bisschen darüber gearbeitet, nämlich man hat mit Hilfe von kommt der damals vorhandenen Computer versucht, neuronale Netzwerke zu basteln. Also man hat sich überlegt, was macht eigentlich so ein Neuron und dann können wir das versuchen zu simulieren und können wir dadurch vielleicht ganz neue Arten von Informationsverarbeitung hervorbringen und vielleicht sogar noch bessere Computer. Das ist ein Bild, das zeige ich. Ist eins von ganz vielen Bildern. Ich will eigentlich nur eins damit sagen. Das Bild stimmt nicht, weil Neuronen im luftleeren Raum, die dann irgendwelche Fünkchen sich zusenden, die gibt es natürlich nicht. Es sieht eher so aus. Das ist aus einem Science Paper eines Max-Planck-Instituts, Direktor aus Frankfurt, der einfach mal Hirnschnitte wieder zusammengebastelt hat und farbkodiert hat, um zu labeln, was wozu gehört. Und die feinen Verästelungen, die hat er gar nicht modelliert. Aber man sieht hier, es ist dicht gepackt
Nervenzellen und Nervenfasern. Und das ist ein Bild, was viel mehr der Realität in unserem Gehirn entspricht, als das da. Also das gibt es sowieso gar nicht. Und das hier gibt's. Und das scheint die Sache noch komplizierter zu machen, denn wenn ich jetzt sage, wir haben tatsächlich angefangen zu verstehen, wie sowas funktioniert, da werden Sie sagen, naja, das kann doch gar nicht sein. Vor allem, wenn man weiß, dass es im Gehirn 100 Milliarden Nervenzellen gibt. Also die neueste Schätzung ist 86 Milliarden. Da ist dann immer die Frage, ja, was hat man genau untersucht und hat man ein paar Sachen mitgenommen oder nicht? Deswegen, ich will gar nicht auf die Zahlen im Einzelnen. Man kann auch fragen, wie viele Synapsen gibt es denn in diesem Gehirn? Ja, grobe Schätzung, 1 Million Milliarden. Also eine 1 mit 15 Nullen. Und ich will mich auch um eine Null nicht streiten, aber das ist auf jeden Fall die Größenordnung. Und jetzt kann man sich fragen, ja, werden wir wirklich irgendwann mal auch nur einen Hauch davon verstehen, wie das Ding funktioniert? Und die Antwort der Netzwerkmodellierer ist ja, durchaus. Und wenn man Neuronen modelliert, dann kann man sich fragen, was machen die eigentlich? Und das, sorry, das ist jetzt aus einer Publikation, die habe ich halt schon vor 100 Jahren geschrieben, also gefühlte 100 Jahre, das sind jetzt bald 30 Jahre her. Man kann Neuronen vereinfachend darstellen. Man lässt also alles weg, was nicht wirklich für die, ich sage mal, prinzipielle Funktion notwendig ist. Und dann nehmen wir mal nicht 10.000 Synapsen, sondern nur zwei. Das ist übersichtlicher, ja. Und ein Axon hat jedes Neuron tatsächlich. Also es schickt einen Output weg, der verzweigt sich dann zwar und geht wieder zu vielen anderen Neuronen, aber man kann ein Neuron einfach versuchen, mal zu vereinfachen, indem man sagt, es gibt zwei Inputs und zwei Synapsen und dann gibt es einen Output. Das kann man dann noch abstrakter fassen, indem man sagt, da kommt was. Und wenn dann Impuls kommt, und es gibt ja nur Impulse im Gehirn, dann nennen wir, was da kommt, eine 1, nämlich Impuls ist da. Und wenn keiner kommt, dann ist x1, hat den Wert 0. Bei x2 ist es genauso, da kommt ein Impuls, also es kommt eine 1 oder es kommt eine 0. Dann gibt es Synapsen und die heißen hier W und das kommt aus dem englischen Wait. Ich habe es einfach übernommen. Das heißt, der Input, geht nicht einfach ungefiltert auf das Neuron, sondern der wird gewichtet an den Synapsen. Das kann man sich mathematisch als Multiplikation vorstellen. Wenn man dann noch hemmende Interneurone, die man natürlich als Neuron hinmalen kann, aber man braucht es gar nicht. Man kann einfach eine Multiplikation mit einem negativen Wert annehmen, dann ist es ein hemmendes Interneuron. So ist sozusagen die Negation in unserem Hirn mit bestimmten Neuronen produziert. Aber ohne die Allgemeinheit des Modells zu beschränken, kann man sagen, wir multiplizieren den Input und jetzt noch, damit es nicht explodiert, mit einem Wert zwischen minus 1 und plus 1. Und damit haben wir dann einen gewichteten Input. Dieser gewichtete Input, der wird mit einer Schwelle, von der wir erstmal ausgehen, dass wir einfach bei allen Neuronen gleich ist und man kann die sogar als nicht als Sigmoide, wie es in Natura non facit saltus, es wird bei uns im Hirn und in richtigen Neuronen immer irgendwas Sigmoides sein, aber man kann sagen, wir machen das jetzt noch ganz einfach, wir nehmen eine Schwelle an, unterhalb der Schwelle ist der Output 0, oberhalb der Schwelle ist der Output 1. Das sehen Sie hier modelliert. So, und jetzt kann man. Das ist erstmal wichtig und im Zeitalter der digitalen Medien, da muss man heute gar nicht mehr drüber reden. Das ist auch 30 Jahre alt, das Bild, habe ich versucht klarzumachen, hey, jeder Buchstabe ist im Prinzip nichts weiter als ein Vektor. Nämlich ich kann den Buchstaben durch ein, wie war es, 5x7 Grid sehr gut darstellen. Also 35 schwarze und weiße Punkte. Nehmen wir an, schwarz ist Neuron ist an, weiß ist Neuron ist aus. Und wenn ich jetzt diese Punkte alle untereinander mache, dann habe ich einfach eine Zahl, habe ich eine Zahlenkolonne von oben nach unten von Einsen, also schwarzen aktiven Neuronen und Nullen, also inaktiven Neuronen. Und das ist letztlich ein Vektor, der aus Nullen und Einsen besteht. Und ich kann jeden Buchstaben so vektorisieren. Und man muss heute auch nicht mehr dafür argumentieren, in Zeiten von Digital Audio und Digital Video, dass man auch Töne und Bilder in dieser Weise vektorisieren kann. Und dann muss man halt dafür sorgen, dass viele Vektoren verarbeitet werden können. Und dann sind wir bei digitalen Endgeräten, die eben zum Beispiel CDs abspielen oder Videos abspielen. Wir sind aber auch bei der digitalen Informationsverarbeitung. Jetzt bleiben wir mal bei so simplen Neuronen und stellen uns mal vor, die müssten irgendwas machen. Also zum Beispiel ein Gesicht erkennen. Bleiben wir kurz bei der Buchstabenerkennung. Jeder von uns kann sich ein Computerprogramm vorstellen, was diesen links dargestellten Vektor von oben nach unten durchgeht und einfach sagt,
ist der erste Buchstabe, ist der erste sozusagen, die erste Zahl, ist es eine 1? Ja, nein. Wenn ja, okay, dann ist es schon mal kein A. Wenn ja, könnte es ein B sein, C könnte es auch nicht sein, dann geht es also das Alphabet durch und dann hat man einen Entscheidungsbaum, jetzt geht man zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Und wenn man die 35 Nullen und Einsen durch hat, dann hat man einen Algorithmus durchlaufen, an dem am Ende die Zahlen, also die Buchstaben vom Alphabet stehen. Das heißt, man hat wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann durchgearbeitet. Computer können heute Milliarden solcher Rechenschritte pro Sekunde durchführen. Das heißt, man versteht leicht, wie ganz schnell eine Schrift erkannt werden kann. Schon schwieriger wird es bei einem Gesicht. Da unten der Kennedy, der hat etwa 10.000 Bildpunkte. Da muss man also sich dann vorstellen, dass das Programm 10.000 Mal, wenn dann, wenn dann, wenn dann, das geht bei heutigen Computern auch schnell, aber man merkt schon, das geht eigentlich, es wird, je komplexer der Input ist, desto länger dauert es. Und wenn man jetzt eben sich fragt, wie kann eigentlich unser Gehirn Gesichter erkennen? Solche Fragen hat sich John von Neumann gestellt. Und der wusste aus der damaligen Elektrophysiologie, dass Neuronen so 200 Impulse pro Sekunde loslassen, also losschicken können. Also die haben Schaltzeiten von, naja, 5 Millisekunden. Und wenn man jetzt ein Programm mit den herkömmlichen Neuronen implementiert, wenn dann, wenn dann, wenn dann, und wir reden von einem Entscheidungsbaum mit 10.000 Entscheidungen, dann stellt sich ganz knallhart die Frage, wie kann ein Gehirn sowas machen, das mit so lahmen Neuronen arbeitet wie unseres? Und die Antwort kann nur sein, gewiss nicht, indem es einen Algorithmus, wenn, dann durchgeht. Das kann nicht sein. Und das hat der von Neumann ganz klar gesehen und dann eben überlegt, ja, wie kann es denn dann gehen? Und lange Rede, kurzer Sinn, wenn Sie den Kennedy jetzt als Vektor darstellen, dann haben Sie eben einen 10.000, einen Vektor mit 10.000 Nullen und Einsen. Und wenn Sie den verarbeiten wollen, dann müssen Sie das ganz anders machen als ein Computer mit wenn, dann Algorithmen. Das geht dann, also, was ganz verrückt ist, das geht auch mit einem halben Gesicht. Und zwar ist völlig egal, ob es die linke oder rechte Hälfte ist. Gesichter sind ja symmetrisch, das ist noch ziemlich trivial, aber es kann eben auch die obere sein. Es funktioniert immer noch. Und das kann man mit einem Algorithmus dann gar nicht mehr erklären, weil dem fehlt ja die Hälfte. Und um das zu verstehen, wie ein neuronales Netzwerk das macht, gehen wir wieder zurück auf ganz einfache Netzwerke. Und ich, sorry, ich reite da jetzt ein bisschen drauf rum, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn man mal, ich mute Ihnen gleich siebte Klasse Mathematik zu, wenn man das einmal nachvollzogen hat, dann fällt einfach der Groschen und sagt, ach, so funktioniert es, ist ja ganz einfach. Und das möchte ich versuchen zu zeigen. Stellen Sie sich einen Organismus vor, der hat wirklich, dessen Auge besteht aus drei Nervenzellen, die lichtempfindlich sind, und dessen Gehirn ebenfalls aus drei Nervenzellen, nur drei. Und das Auge ist vollständig mit dem Gehirn verbunden, also alle Zellen des Auges haben Kontakt zu allen Zellen des Gehirns. Das sehen Sie hier, das macht 3 mal 3 9 Synapsen. So, und jetzt stellen wir uns noch vor, dieses Auge sei meinetwegen, nehmen wir uns einfach ein Beispiel, damit man es sich gut merken kann, sei ein Froschauge und der Frosch, der steht vor dem Problem, dass entweder der Adler über ihn fliegt oder der Bussard und da muss er halt schnell wegspringen, sonst wird er aufgefressen. Das ist der obere Fall. Der mittlere Fall ist, da ist die Fliege vor der Nase und auch vor dem Auge und da soll er die Zunge ausfahren. Bei oben soll er den Oberschenkelstrecker ausfahren und damit wegspringen. Und wenn unten der blaue Himmel über ihm ist und er döst und guckt an den blauen Himmel, dann soll der Vagusnerv eingeschaltet werden, um die Fliege zu verdauen. Also wir wollen ein Mapping und jetzt wieder abstrakt. Der Muster A, an, aus, an, das Muster B, aus, an, aus und das Muster C, an, auf. Neuron 1 ist an, Neuron 3 ist an, Neuron 2 ist an. Jetzt könnte das wieder, wenn dann, wenn dann, wenn dann, da wären wir hier schon relativ schnell fertig, drei Entscheidungen und dann wären wir fertig. Aber wenn man eben den Kennedy erkennen wollte, dann sind wir bei 10.000 Entscheidungen. Und nochmal, das geht beim Frosch dann auch schief, wenn die Muster, wenn man sich die Komplexe überlegt. Wie kann das gehen? Nun, es kann gehen, wenn die Synapsen richtig liegen. Also wenn zum Beispiel am oberen Neuron starke Synapsen von dem linken Muster sind, dann werden die Einsen durchrauschen. Wir wissen ja, die Schwelle, Moment, die ist 0,8. Nehmen wir an, die Schwelle ist 0,8. Und wenn wir jetzt diese Synapsen nehmen,
0,5, 0,5, 0,5 von den drei Neuronen auf das obere Neuron. Wenn also von oben eine 1 kommt, mal 0,5, gibt 0,5. Von der Mitte kommt die 0 und von unten kommt die 1. Dann haben wir 0,5 plus 0,5. Das ist der gewichtete Input des oberen Neurons. Das ist größer als 0,8. Und deswegen haben wir, geht das Neuron an. Das mittlere wird nicht angehen. Das sind die Inputs 0, 1 mal 0,3, 0 mal 0,3, 1 mal 0,3, das gibt 0,6. Langt nicht. Und beim unteren sieht man sofort, langt erst recht nicht. Jetzt kann man tatsächlich alle drei Inputs durchspielen. Und ich habe es mit dem oberen gemacht. Sie müssen mir glauben, es geht mit allen drei Inputs mit diesem Netzwerk. Nehmen wir an, es ist alles an, links. Ja, dann kommt oben 0,5, minus 0,5, 0,5, also 0,5 an. Unten minus 0,3, 1, minus 0,3, kommt also 0,4 an. Und in der Mitte kommt 0,3 plus 0,3 plus 0,3, also 0,9 an. Mittlere wird angehen und nur das mittlere. Und wenn nur unten an, nur in der Mitte an ist und oben und unten nicht, dann wird nur das mittlere angehen. Entschuldigung, nur das untere angehen. Und das mittlere nicht und das obere nicht. Also, wenn die Synapsen so sind, wie die hier sind, dann klappt diese Musterzuordnung. Und jetzt kommt der Witz. Wenn jetzt nicht so ein Spielzeug, Müsterchen zu erkennen ist, sondern der Kennedy, alles, was sie brauchen, sind 10.000 Synapsen, sind 10.000 Neuronen links und dann halt so viele Gesichter, wie sie erkennen wollen, meinetwegen auch 10.000 rechts. Und die richtigen Synapsen. Und sie sind in einem einzigen Rechenschritt fertig. Zack, zack, fertig. Es geht also genauso schnell. Was ich Ihnen jetzt hier vorgerechnet habe, und Sie haben hoffentlich mitgerechnet, dass der Terminus technicus dafür ist Parallelverarbeitung. Und man sagt es immer so leicht, ja, Parallelverarbeitung. Aber was meint das? Das meint, jedes Neuron rechnet. Denn an jedem Neuron kommt der Input an. Der ganze Input vom Input-Layer. Und der wird bei jedem Neuron anders bewertet, weil die Synapsen andere Stärken haben und jedes Neuron für sich berechnet, feuere ich oder nicht. Und wenn die Synapsen richtig trainiert sind, wird ein Neuron aktiv werden, die anderen nicht. Und obwohl alle gleichzeitig rechnen, oder man muss sagen, weil alle gleichzeitig rechnen, wird durch dieses gleichzeitige Rechnen, das kann ruhig langsam erfolgen, ja, die wettgemacht, dass die Rechnungen langsam gehen, aber man braucht ja nur einmal rechnen von allen Output-Neuronen oder an allen Output-Neuronen mit dem eingehenden Input und fertig ist man. Und das ist der Witz von Parallelverarbeitung. Das ist Parallelverarbeitung, was ich Ihnen gerade vorgerechnet habe. Natürlich kann das auch über zwei oder drei Layer gehen. Das muss es auch, wenn die Aufgaben komplex sind. Auch das weiß man und weiß auch warum. Wichtig ist aber, das ist es. Und die Kernfrage, die sich natürlich jetzt stellt, ist, ja, wo kommen denn die Zahlen daher? Und bei meinem Beispiel hier ist die Antwort leicht. Ich habe sie hingeschrieben, damit es funktioniert. Aber in der Natur schreibt niemand diese Zahlen hin, sondern sie entstehen. Und jetzt gibt es an Computern, mit denen man sowas simuliert, Algorithmen, die letztlich nichts weiter machen als den Output der dann passiert, wenn man Zufallszahlen in die Synapsen, also als Synapsenstärken einstellt und dann guckt, was passiert und dann ein paar Dinge muss man noch einbauen. Gar nicht, es ist erstaunlich, wie wenig man in so ein System noch zusätzlich einbauen muss, nämlich dass sich die Schwellen, wenn nichts los ist im Output-Layer, einfach ein bisschen sensibler werden, alle Nervenzellen, sodass irgendwann mal eine aktiv wird. Das kann man, aber das passiert im Hirn sowieso. Wenn da lange nichts los ist, wird alles ein bisschen sensibler. Wenn viel los ist, dann gehen zu viele an und auch dafür, damit das nicht passiert, wird mathematisch normiert. Ich habe mich tatsächlich, nachdem ich Geist im Netz geschrieben habe, lange gefragt, wer normiert eigentlich im Hirn? Weil in der Mathematik wird immer mal schnell normiert, also alles auf einen Einheitsvektor, also ein Vektor der Länge 1 durch Division gebracht. Und ich habe immer gedacht, ja, die Mathematiker, die können das schön, machen das einfach, ja, aber wo im Hirn findet das denn statt? Bis ich irgendwann mal zufällig auf einem Kongress der Neurowissenschaft jemand über Synaptic Scaling habe reden hören, also einen Vorgang, bei dem die Synapsen irgendwie alle runterskaliert werden, und zwar nur ein bisschen und inputunabhängig. Und das ist ja genau das, was Normierung letztlich macht.
Also nach dem Motto, diese lange Vortrag, ich habe dann die Sachen auch nachgelesen, habe dann auch auf Deutsch was darüber publiziert, löst das Problem der, wie geht die mathematische Normierung in unserem Hirn, dadurch, dass man einen Mechanismus gefunden hat, der genau das macht. Was ich für bemerkenswert halte, denn man braucht den und man konnte dann natürlich auch nach ihm suchen. Wobei die Leute, die das gefunden haben, denen war, zumindest war das mein Eindruck, gar nicht klar, sonst hätten sie nicht von Synaptic Scaling gesprochen, sondern von Vektornormalisierung, weil genau das ist das, was Synaptic Scaling macht. Das aber nur nebenbei. Das Ganze, sorry, ich habe Sie jetzt mit einem Buch von vor 30 Jahren konfrontiert, das steht alles noch viel besser im Geist, im Netz drin, aber das hat dazu geführt, dass ich mich natürlich seitdem mit diesen Dingen beschäftige. Auch mit KI, als sie dann, und das war letztlich der Hardware-Fortschritt, so gut wurde, wie man sich es einfach zu der Zeit der Publikation dieses Buchs nicht mal geträumt hätte. Also das Geschäftsmodell der reichsten Firmen der Welt, ich sage es mal platt, ja, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook und Google, dass das neuronale Netze sind, die Weltbevölkerung, nämlich das, was wir am Bildschirm an Daten hinterlassen, analysiert. Also Facebook mit Instagram und WhatsApp, über 5 Milliarden Leute, daraus rausfindet, was wir für einen Persönlichkeitstypus sind und dann uns persönlichkeitsbezogene Werbung schicken kann, die, das hat man tatsächlich rausgekriegt, gibt es ein schönes PNAS-Paper von 2017, die besser ist, etwa 50% besser als nicht personenbezogene Werbung, also persönlichkeitstypusbezogene Werbung. Die macht 40% mehr Klicks und 50% mehr Käufe. Kontrollgruppe war nicht personenbezogen oder auf die falsche Persönlichkeit bezogene Werbung. Auch das kann man als Kontrolle nehmen. Funktioniert einfach nicht so gut. Und damit machen die Geld. Vielleicht noch eine Zahl. Der deutsche Zeitschriftenmarkt, ich weiß das von den Leuten, die da beschäftigt sind, das war mal 20 Milliarden Werbung. Die Einnahmen waren mal 20 Milliarden. Mittlerweile gehen von diesen 20 Milliarden 19 Milliarden nach Kalifornien, unter anderem an Facebook und Google, und zwar vor allem an die beiden. Und die übliche Milliarde streiten sich sämtliche Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland. Das ist das, was übrig geblieben ist. Die anderen 19 Milliarden gehen nach Kalifornien. Und deswegen gehen bei uns Zeitungen ein oder haben neue Geschäftsmodelle entwickelt, verkaufen Wein oder Traumschiff reisen oder sonst was, weil die Abonnenteneinnahmen und die vor allem, weil die das nicht wettmachen, was bei den Werbeeinnahmen weggebrochen ist, nämlich die 19 Milliarden. Nur, dass man das, also es ist ganz knallhart passiert. Auch passiert ist, dass wir immer besser verstanden haben, das ist ein Bild von 1999, ich traue es mich kaum zu zeigen. Aber viel älter sind die Überlegungen aus der Neurobiologie nicht, die dazu geführt haben, dass, was heute die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass unser Hirn sich dauernd ändert, wenn wir es benutzen. Also hier sehen Sie in Nature 1999 zwei Synapsen. An der linken, das hat man in dem Paper zeigen können, liefen wenig Impulse drüber, an der rechten mehr. Und deswegen sieht die rechte so aus. Da ist ein zweiter dendritischer Dorn gewachsen, der Endknopf ist größer geworden. Und es ist leicht, sich vorzustellen, dass wenn der gleiche Impuls über die linke Synapse läuft und dann Neurotransmitter freigesetzt wird und der über die rechte Synapse läuft und dann Neurotransmitter freigesetzt wird, dass da mehr passiert rechts als links. Also, wenn Sie so wollen, ist das ein Existenzbeweis dafür, dass die Biochemie der sozusagen Bewertung oder man kann auch sagen, die Mikroanatomie der Bewertung heute fotografiert werden kann. Denn man sieht hier eine Synapse, die hat ein größeres Gewicht rechts und eine Synapse hat ein kleineres Gewicht links. Natürlich ist es nicht nur die Geometrie, es ist auch, wie viele Rezeptoren sind da, wie viele Neurotransmitter werden akkumuliert, sind also freisetzbar. Also es gibt noch mehr Parameter, die man da kontrollieren kann. Aber im Prinzip, deswegen ist das Bild so schön schlagend, ja, es ist möglich, dass es Synapsen gibt, die unterschiedlich stark sind. Mehr braucht man gar nicht, damit die Theorie sozusagen im Hirn zumindest im Prinzip vorhanden, implementiert sein kann. Und was man halt jetzt dank der Hardware, also ich meine, ChatGPT hat 175 Milliarden Synapsen. Gut, unser Hirn hat, habe ich vorhin ja gesagt, 1 Million Milliarden Synapsen. Also sind immer noch drei Größenordnungen etwa mehr oder vier. Aber
Also vor 30 Jahren wäre niemand drauf gekommen, dass wir mal Geräte haben, die 175 Milliarden Synapsen also modellieren und implementieren. Ja. Und erst vor ein paar Tagen wurde berichtet, dass es in Australien jetzt einen Computer gibt, das ist der erste, der so viel Synapsen hat, wie Menschen im Gehirn haben, nämlich etwa auch größenordnungsmäßig 10 hoch 15. Also das geht natürlich noch weiter. Und wenn es einen Computer gibt, der so viel Synapsen hat wie wir in unseren Hirnen, dann gibt es übermorgen einen, der hat doppelt so viel und so weiter. Das ist auch alles klar. Was natürlich noch nicht ist, dass die genauso funktionieren wie unser Gehirn, weswegen die immer noch sehr viel Strom brauchen. Unser Gehirn braucht etwa so viel Strom wie eine Glühbirne und ist damit so leistungsfähig wie ein Supercomputer. Und das wird auch noch eine Weile so sein. Deswegen wird ja auch heute schon überlegt, ob man nicht Nervenzellen züchten kann, die man dann zum Rechnen verwendet. Und auch da ist man weiter, wurde auch vor wenigen Tagen publiziert. Man hat jetzt eben die ersten Nervenzellklümpchen aus menschlichen Nervenzellen gezüchtet. Vor einem halben Jahr haben die Tetris gelernt und konnten das dann spielen. Mittlerweile können die recht gut Computerspiele spielen. Man muss die also dann auf dem Chip züchten. Dann liefert der Chip Input, die produzieren Output. Und wenn man das Training richtig betreibt, dann lernen die tatsächlich was. Also dann ändern sich die Synapsen in lebendige Nervenzellen so, dass sie irgendwas können. Also zum Beispiel Tetris spielen oder ein Computerspiel spielen. Das ist heute auch schon. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, das ist die Zukunft, denn die verbrauchen fast keinerlei Energie, im Gegensatz zu Computern, die viel Energie verbrauchen. Das habe ich schon gesagt, Geschäftsmodell der reichsten Firmen der Welt. Und wie es dann weiterging, das zeigte sich in diesem Artikel, den habe ich aber erst gelesen, nachdem ich einen Vortrag von dem Erstautor Demis Hassabis gehört habe. Der hat sich tatsächlich auf dem Meeting der Society for Neuroscience im Jahr 2018 hingestellt, in der größten Lecture Hall, die es gab. 10.000 Neurowissenschaftler hören zu und ein Jungspund steht vorne und den kannte damals nicht so viele Leute, aber einige offenbar schon. Und der stellt sich hin und sagt, naja, also unser Programm ist total simpel. Wir lösen erst das Problem, was ist Intelligenz? Und wenn wir das gelöst haben, dann lösen wir alle anderen Probleme mit der Lösung, die wir dann dafür gefunden haben. Und das Interessante war, keiner hat gelacht. Weil genug Leute da waren, die wussten, der meint es wirklich ernst. Und wie ernst, das ist er. Wie ernst? Das hat sich dann sehr schnell gezeigt. Und der hatte damals schon eine interessante Karriere hingelegt. Demis Hassabis hat 2010 eine Firma gegründet, DeepMind, die einfach um dieses, also das Geschäftsmodell hat er eben, das war das, was ich gerade gesagt habe, wir lösen Intelligenz und dann alles andere, wie es eben hier auch steht. Im Jahr 2014 hat er die Firma schon an Google verkauft für etwa 400 Millionen Pfund. Unter der Bedingung, dass er Chef bleibt und weitermachen kann, was er will. Hört sich auch eigenartig an, war aber so. Ja? Und dann hat er unglaubliche Sachen gemacht und das erste war AlphaGo. Ich mache es schnell, weil davon haben Sie alle gehört. Das ist 2016 in Nature publiziert, dass nämlich eine künstliche Intelligenz gelernt hat, das Spiel zu spielen. Die Idee, das auszuprobieren, ist eigentlich das Revolutionärste an der ganzen Sache. Ich will es kurz erklären. Schach, wissen wir ja, da gab es auch mal einen Computer, der konnte Schachzüge berechnen. Und zwar 200 Millionen hat er berechnet, um dann aus den 200 Millionen den Besten rauszusuchen. Und nochmal, der hat diese Schachzüge durchgespielt, algorithmisch. Das war der Computer Deep Blue von IBM vor 20 Jahren. Und hat dann überlegt, wenn dann, wenn dann, wenn das passiert, passiert das und so weiter. Und ist dann 200 Millionen durchgegangen und hat dann überlegt, welcher ist der Beste im Hinblick auf den Spielverlauf jetzt. Und hat mit dieser Architektur gegen den weltbesten Schachspieler gespielt und der hat dann mehr verloren. Also Deep Blue hat gegen den Schachspieler Kasparov gewonnen und das war damals eine Weltsensation. Schach gehört zu den Spielen, also die wirklich ganz viele Kombinationen ermöglichen. Und je nachdem, welches Schachbuch man heranzieht oder welche Quelle, Schach hat 10 hoch 40 bis 10 hoch 60 Möglichkeiten. Es gibt 10 hoch 80 Atome im ganzen Universum.
Also, wenn man ein Atom für eine Möglichkeit nimmt, dann braucht man schon braucht man schon viel vom Universum, um den Computer zu bauen, der Schach spielt. Go hat wieder je nach Quelle so etwa 10 hoch 170 mögliche Lösungen, also mögliche Züge. Und das bedeutet, das kann man gar nicht berechnen. Es geht schlichtweg nicht. Es ist nicht berechenbar, auch mit dem größten Computer der Welt. Oder wenn die Welt ein Computer wäre, wenn das ganze Universum ein Computer wäre, hätte es zu wenig Atome, um also einen Speicherplatz mit einem Atom zu belegen. Es braucht viel mehr. Deswegen, Go ist nicht berechenbar. Und der Hassabis kam auf die verrückte Idee. Ja, wenn es nicht berechenbar ist, vielleicht kann man ja trotzdem ein bisschen was lernen. Das ist eine verrückte Idee. Und dann hat es probiert. Und dann kommt raus, ja, man kann es lernen, mindestens so gut wie Menschen, denn das ist das, was dann passiert ist. Er hat dann das war 2016 im Januar schon publiziert. Damals war es noch der Europas bester Go-Spieler. Ein paar Monate später, nämlich im März, war es dann der weltbeste Go-Spieler, Lee Sedol. Und den sehen Sie hier unten rechts. Und der hat dann gegen eine noch etwas bessere Version gespielt, als die Version, die gegen den Europas besten Spieler schon gewonnen hat. Und in den 5 Spielen hat die KI, also AlphaGo, die hat einfach Go-Spiele, die es schon auf der Welt gab, nachgespielt und dadurch gelernt, wie es geht. Dann hat sie noch gegen sich selbst gespielt, weitergelernt. Und dann konnte sie gegen den weltbesten Go-Spieler in 5 Spielen 4-mal gewinnen. Einmal haben sie unentschieden gespielt. Das war aber nicht der Anfang. Das war nicht das Ende, das war der Anfang. Was sie dann gemacht haben, ja, sorry, die Folie muss ich noch bringen. Im Begleitkommentar zum Nature Paper, das ich Ihnen eben gezeigt, dass ich das dann rauskam im März, steht im Fachblatt Nature ein eigenartiger Satz. Und der Satz lautet: The machine becomes like an oracle, its pronouncements have to be believed. Steht im Naturwissenschaftsfachblatt Nature, dass für uns die KI so werden wird wie ein Orakel im Altertum. Das sagt irgendwas und wir werden glauben müssen, dass es stimmt. Aber wir können es nur glauben, wir können es nicht nachvollziehen. Und das ist bemerkenswert, dass das gleich damals schon stand, denn das ist ja bis heute diskutiert. Die KI macht was und wir wissen es nicht. Und der Punkt ist, es steht schon hier. Wir werden es niemals nachvollziehen können, weil wie wollen Sie 175 Milliarden Synapsen betrachten und dann dadurch rauskriegen, was ChatGPT als nächstes macht? Das können Sie nicht. Kann kein Mensch. Auch diese Spielzüge. Sie können nur sagen, das Ding spielt halt Go besser als der beste Mensch. Aber wie? Das kann kein Experte nachvollziehen. Das haben Experten natürlich haben geguckt, was machten wir? Und nach Meinung der Experten hat diese Maschine viele Fehler gemacht. Aber weil sie eben eigenartige Züge gemacht hat, hat sie gewonnen. Und dann ging es weiter, Mastering the Game of Go Without Human Knowledge. Also was sie dann ein Jahr später gemacht haben, anderthalb Jahre später, im Oktober 2017 publiziert, ist Folgendes. Man nimmt eine verbesserte Version von AlphaGo, die gar nichts kann, also die noch nichts gelernt hat. Und die spielt nur gegen sich selbst und nutzt dabei die wenigen, es gibt nur 4 Regeln beim Go, nutzt dabei die Regeln. Und gewinnt oder verliert und lernt dadurch Go spielen. Und diese KI hat innerhalb von 3 Tagen 3000 Jahre Go-Geschichte rekapituliert. Nämlich beim Go gibt es wie beim Schach bekannte Endspiele, bekannte Eröffnungen. Und die Bekannten hatte diese KI nach 3 Tagen mit sich selber spielen sozusagen auch drauf. Da haben die Menschen 3000 Jahre gedauert. Schachspielen ist etwa 1000 Jahre alt. Go ist 3000 Jahre alt und 3000 Jahre Menschheitsgeschichte hat diese KI in 3 Tagen erledigt. Dann hat sie 37 Tage weitergespielt. Am Tag 14 hat man es abgeschaltet. Und mit dem Ding, was dann am Tag 40 Tage lang gegen sich selbst gespielt hat, hat man dann 100 Partien mit AlphaGo, also mit der Vorversion, die gegen den weltbesten Spieler 4-mal gewonnen und einmal unentschieden gespielt hat, gespielt. Und in diesen 100 Spielen hat diese neue Maschine 100-mal gewonnen. Das war dann für die Go-Experten interessant, weil die haben nur noch ungläubig da gehockt und geguckt, weil die verstehen überhaupt nicht mehr und mittlerweile ein bisschen, was diese Maschine macht, aber sie gewinnt halt immer. Und das war natürlich schon interessant, dass das so schnell ging.
dass man naja, das Anfang, dass die Maschine zu trainieren, das war so 2015 rum und 2017, wir sind fertig. Unsere Maschine spielt besser als alle anderen Maschinen und sowieso besser als jeder Mensch. Und damit haben sie sich dann auch neuen Problemen zugewendet und haben also nicht aufgehört und gesagt, jetzt können wir das, sondern haben, das war jetzt der Anfang. Und damit war, das war sozusagen Proof of Principle. Wir haben eine Maschine, die kann mehr lernen als Menschen. Mehr lernen als viele Menschen, die das je probiert haben und ist dann besser als Menschen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, Go spielen, es ist ein Brettspiel, das ist ja eine einfachste Sache, das ist nicht so kompliziert und das ist, gibt ganz viele Möglichkeiten, aber im Prinzip ist es ja einfach eine ganz bescheidene Welt mit wenig Regeln und dass das eine Maschine irgendwann kann, da kann man sagen, okay, ja, das geben wir zu, aber das heißt noch nichts. Und das hat sich auch geändert. Ich möchte Ihnen nur ein paar Beispiele zeigen. Das hier ist eine Aufzählung. Ich gehe jetzt nicht alles durch, aber nehmen wir Proteinfaltung, weil das jetzt gerade eben auch passiert ist schon. Das Problem ist, dass ein Protein ist eine Kette von Aminosäuren. Und zwar 20 verschiedene. Es gibt noch viel mehr Aminosäuren, aber Lebewesen bestehen aus nur 20 Aminosäurebausteinen, also Proteine in Lebewesen. Und die Aminosäuren, die bestimmen, wie das Protein aussieht, weil Aminosäuren haben eine bestimmte Form und wenn ich die aneinander hänge und man hängt die ja aneinander, immer das, die Säure ans Amin und wieder die Säure ans Amin, so gibt es also dann Ketten. Und die Ketten sehen zum Beispiel so aus. Das sind jetzt zwei Proteine. Da gibt es eben, da kann man Helices entstehen oft, das entstehen aber auch andere Dinge. Und diese Form, die, wo Sie hier zwei Beispiele sehen, die bestimmen dann die Funktion. Also bei Proteinen ist das, was fürs Design gilt, Function follows Form, nach dem Motto, es entsteht die Form, aber die macht dann. Die macht dann was Bestimmtes. Ja, wenn die Form so ist, dann wird irgendwas verdaut. Wenn die Form so ist, wird O2 gespeichert und im Blut transportiert. Andere Proteine sind Rezeptoren und die machen Ionenkanäle auf und zu und so weiter. Also alles, was sozusagen lebendige Prozesse beinhaltet, das sind letztlich diejenigen, die aktiven Player, das sind Proteine. Wir haben dann noch Energie, nämlich Fett und Kohlenhydrate, aber die Eiweiße sind die Apparate, die lebendige Prozesse sozusagen verkörpern. Und natürlich ist es wichtig zu wissen, wie die aussehen. Und man hat in den letzten 50 Jahren etwa 200.000 Proteine durch komplexeste Experimente rausgeknobelt, wie die aussehen. Und das ist immer richtig aufwendig, dauert Monate beim Hämoglobin, hat Jahre gedauert, bis man draufkam, wie das Ding aussieht. Und also Proteine zu charakterisieren und dann zu sagen, wie die aussehen, das ist sozusagen ein Ding, das machen Biochemiker. Und das ist ein großer Arbeitsbereich von Biochemikern. Jetzt gab es schon in den 70er Jahren, nämlich einen Nobelpreisträger 72, der gesagt hat, eigentlich liegt ja die Sequenz der Aminosäuren, und die haben wir heute aus der Genetik, die wir seit 20 Jahren haben und mittlerweile immer genauer haben, die können wir ja rauskriegen. Also wir kriegen raus die drei Buchstaben, die ein für eine Aminosäure stehen, das ist in die Basentriplets. Und die Aminosäure ist dann eben an Stelle 1 des Proteins, dann kommt eine andere von 20 an Stelle 2, eine andere von 20 an Stelle 3. Und jetzt sagt der Nobelpreisträger 1972, eigentlich müsste man weiß ja, wie die Aminosäuren aussehen, anhand der Reihenfolge der Aminosäuren schon berechnen können, wie das Protein am Ende aussieht. Das Problem hat er aber auch sofort gesehen, nämlich wir haben an der Stelle 1 20 Möglichkeiten, an der Stelle 2 nochmal 20 Möglichkeiten. Also bei einem ja, Duopeptid müsste man sagen, ja, man spricht von ab 100 spricht man, ab 100 Aminosäuren spricht man von einem Protein. Darunter nennt man das Peptid. Oligopeptid, wenn es nur ein paar sind, also Vasopressin ist ein Oligopeptid, dann ist ein Hormon und es ist ein Oligopeptid von 7 oder 8 Aminosäuren. Viele andere kleine Bausteine, also kleine Proteinmoleküle oder Oligopeptide sind wichtige Transmissionsmoleküle, also Signalwege, haben diese Funktion von Signalwegen. Und dann gibt es ganz komplexe Proteine mit bis zu 100.000 und noch mehr Aminosäuren. Und jetzt ist dem Nobelpreisträger schon aufgefallen, ah ja, wenn ich an Stelle 1 20 habe, an Stelle 2 20, dann habe ich 20 mal 20 Möglichkeiten. Wenn ich ein Oligopeptid mit 10 Aminosäuren habe, habe ich
20 hoch 10 Möglichkeiten. Ja? Und 20 mal 20 mal 20, 10 hoch, sorry, 20 hoch 10 Möglichkeiten. Das ist, 10 hoch 20, ne? Doch 20 hoch 10, nämlich 10 mal 20 mal 20 mal 20 mal 20, 20 hoch 10. Ja, und wenn man dann eben 1000 hat, hat man 20 hoch 1000 Möglichkeiten. Da merken Sie schon, das sind viel mehr, als es Atome im Universum gibt. Das waren ja nur 10 hoch 80. Ja. Und das ist dem Nobelpreisträger auch aufgefallen. Der hat gesagt, Proteine berechnen, es wird nie gehen. Das ist einfach, das explodiert mit der Anzahl der Aminosäuren im Protein. Und wenn das halt viele sind, wenn es schon 10 sind, können wir es nicht mehr berechnen. Wenn es 1000 sind, schon gleich gar nicht. Ja. Das war der Stand die ganze Zeit. Nach dem Motto, wir müssen das halt experimentell rauskriegen, weil berechnen können wir es nicht. Ja, und dann kam der Herr Hassabis und sagte, naja, wenn man beim Go lernen kann, wie es geht, auch wenn man es nicht berechnen kann, dann probieren wir doch mal das. 2020 haben die dann publiziert, Demis Hassabis, Letztautor, ja, wir haben einen Wettbewerb gewonnen, wo es darum ging, dass man 43 Proteine berechnen sollte, voraussagen sollte, wie die aussehen. Die wurden dann auch experimentell rausgeknobelt und dann haben die Besten, das war diese Firma von Herrn Hassabis, die hat 24 richtig rausgeknobelt. Berechnet kann man nicht sagen, aber sie haben halt mit ihrer KI, die gelernt hat, aus Eigenschaften bzw. Aminosäurefolgen sich, also sozusagen, ja, eine Idee zu haben, wie das Protein aussehen könnte. Berechnet hat das Ding ja nicht. Das hat eine Idee gehabt, eine Intuition. So könnte es aussehen. Ja? Und sie hatten immerhin 24 von 43 richtig. Der Zweitbeste hatte 14 von 43 richtig. Woraus mir ankommt, ist, das ist ein Nature Paper wert gewesen im Jahr 2020. Hey, wir haben 24 von 43 richtig. Ein Jahr später, wir haben alle menschlichen Proteine. Nämlich 98,5% der Proteine, die unseren Körper sozusagen am Leben, am Laufen halten. Das sind etwa 20.000 und gut 20.000. Und die haben wir zu 98,5%. Ja. Also von 20 auf 20.000, ja, 24 auf 20.000 in einem Jahr. Hm? Ja. Und dann waren wir wieder ein Jahr, sind wir im August 22. Und was haben wir? DeepMind's AlphaFold Tool has determined around 200 million, genau genommen 206 Millionen. Und der Punkt ist, das sind mehr gibt's nicht. Also mehr war in den Datenbanken nicht zu tun. Und das wollte ich hier nochmal sagen. 2020, 25 von 43, 2021, 20.000, 2022, 217 Millionen, wir sind fertig. Es gibt Ihnen einen Eindruck, wie der Fortschritt bei KI funktioniert. Das ist unglaublich. Wir sind ja alle Moore's Law gewöhnt, mal zum Vergleich. Ja? Moore's Law heißt, naja, die Hardware wird alle 18 Monate doppelt so schnell oder halb so teuer oder je nachdem, was man nimmt, ist Speicherplatz doppelt so groß. Das ist ja gar nichts. 18 Monate für eine Verdopplung. Hier reden wir von 12 Monaten für eine Vertausend- bis 10.000-fache. Und das ist KI. Und das ist das, was überall passiert ist. Das müssen wir jetzt glauben. Ich werde Ihnen einfach noch ein paar Beispiele vorführen. Nehmen Sie mal, das ist, finde ich, auch ein sehr nettes Beispiel. Ist auch vor 2 Jahren sowas publiziert. Sie wissen vielleicht nicht, was Einstein-Ringe oder Gravitationslinsen sind, ist aber leicht zu verstehen. Ich mache es Ihnen gerade. Das ist ein Nature, ein Science-Paper von Einstein aus dem Jahr 1936. Es ist nicht viel länger als das, was Sie da sehen. Es ist wirklich eine halbe Seite. Und da sagt er, ja, wir haben uns unterhalten über die Konsequenzen meiner Relativitätstheorie. Und Sie wissen, die Relativitätstheorie sagt unter anderem, dass der Raumzeit ist irgendwie kurvig, sodass auch Lichtstrahlen diesen Kurven folgen. Und wenn das stimmt, dann müsste es folgenden Sachverhalt geben, dass nämlich ein Stern genau zwischen uns und einem anderen Stern steht und dass wir deswegen den Stern hinter dem Stern nicht sehen, aber um den Stern, der dazwischen ist, einen Ring sehen, weil ja die Lichtstrahlen von dem Stern hinter dem Stern abgelenkt werden. Und zwar so, dass es so rumgeht und dann wieder bei uns landet. Und wenn die Geometrie nur halbwegs
zufällig so ist, wir müssen mal danach suchen im Universum, dann gibt es vielleicht sowas. Nämlich ein Ring, das ist ein Stern um einen anderen Stern. Einstein hat damals gesagt, sowas müsste es eigentlich geben, wenn meine Theorie stimmt. Und dann hat er noch was gesagt, nämlich, aber in unserer Milchstraße gibt es nicht genug Sterne, dass diese Konstellation, wir, ein anderer Stern und genau noch einer dahinter, dass die sehr wahrscheinlich wäre. Die ist eher unwahrscheinlich. Und zweitens schreibt er damals, und wir haben kein Teleskop, was sowas sehen könnte. Kann man auch leicht berechnen. Sterne sind immer punktförmig in Teleskopen und zumindest, also das war damals auf jeden Fall so. Und deswegen werden wir einen Ring, der eigentlich einen Ursprung in einem Punkt hat, das werden wir einfach nicht sehen. So gut sind unsere Teleskope nicht. Also hat hier was vorausgesagt und gleichzeitig vorausgesagt, die Voraussage kann man auch in der Pfeife rauchen, weil wir können sie gar nicht empirisch überprüfen. Und das hat sich geändert. Einstein hat nicht damit gerechnet, dass die Teleskope immer besser werden. Und sie wurden vor allem so gut, dass man nicht die Milchstraße untersucht, sondern das gesamte Universum. Sie haben sicher gehört, James Webb fotografiert gerade Galaxien, die sind kurz nach ihrer Entstehung ist das Licht losgelaufen und jetzt kommt es gerade bei uns an. Und das ist so das Ende, tiefer kann es nicht sehen, weil das ist weiter weg, geht einfach nicht. Und wenn man sich anguckt, wie viele Galaxien sind das, dann sind das, die insgesamt jetzt zu betrachten sind, dann sind es etwa 10-mal mehr als Sterne in unserer Milchstraße. Dadurch ist auch die Chance, dass eine Milchstraße und noch eine Milchstraße und wir in genau einer Linie liegen. Und deswegen hat man mittlerweile dieses Phänomen, also es, oben sieht man, warum das ein Ring ist, weil man eben das Licht von dem Stern dahinter ringförmig um die Milchstraße, die zwischen uns ist, sehen müsste. Und genau das sehen Sie hier rechts unten. Das ist der erste Einstein-Ring, eine Milchstraße um. Was Sie da als Stern sehen, ist eine andere Milchstraße. Eine Milchstraße um eine andere Milchstraße, rundherum gewickelt, wenn Sie so wollen, dadurch, dass das Licht von hinten da geht, abgelenkt wird und wieder ankommt. Das war 1987. Das Problem ist, das wurde halt zufällig entdeckt. Warum? Weil was Sie da sehen, ist winzig klein. Und wenn Sie jetzt dieses so ein Bild nehmen und stellen sich vor, wie groß ist denn das am Firmament? Dann ist das, ja, wenn Sie eine Digitalkamera nehmen und das Firmament fotografieren, viel kleiner als ein Pixel. Viel, viel kleiner als ein Pixel. Deswegen, wenn heute die Teleskope Bilder machen, also Hubble, das ist ein Hubble-Bild. Ja? Und jetzt hat man James Webb, das ist noch mal besser, guckt noch ein bisschen tiefer. Und die machen einfach unglaublich viele Bilder. Milliarden von Bildern. Und aus denen kann man dann das raussuchen. Das Problem ist, alle Astronomen der Welt können heute die vielen Bilder, die im All und auf der Erde befindlichen Teleskope machen, gar nicht mehr angucken. Deswegen ist auch die Suche nach Einstein-Ringen im ganzen Universum einfach nur zum Fehlschlag verurteilt. Das war ein Zufallsbefund. Und ging erst weiter, als man eine KI trainiert hat, die soll doch mal nach Einstein-Ringen Ausschau halten. Das Ding sieht ja relativ, also wir erkennen sie ja sofort, wie wir ein Gesicht auch sofort erkennen. Und jetzt können Sie eben der KI beibringen mit den Paaren, die wir haben, so sieht es aus. Und dann kann die KI suchen. Mittlerweile gibt es etwa 35 Einstein-Ringe, die man gefunden hat. Und wer hat die gefunden? KI hat die gefunden. Einfach weil die Astronomen nicht ausreichen, um die ganzen Bilder, die die Teleskope heute liefern, zu betrachten. KI kann das. Und das ist ein schönes Beispiel, was KI kann. Ja? Und letztlich sind die Beispiele, es werden mehr, also wenn man die Beispiele aus den verschiedensten Bereichen, wir haben jetzt gerade mal durchgeguckt, also zwei, wir haben jetzt nur zwei Spiele, die Biologie, die Proteinfaltung und wir haben Einstein-Ringe. Jetzt gucken wir uns mal aus der Medizin was an, nämlich Hautkrebs. Wie ein Dermatologe lernt irgendwann, dadurch, dass er halt Fachmann wird, benigne Veränderungen von malignen Veränderungen zu unterscheiden. Wenn Sie sich die angucken, die oberen und die unteren, dann sehen Sie da nicht irgendwie, dass die sich prinzipiell unterscheiden. Für einen Hautarzt schon. Wie viele solche Dinge hat ein Hautarzt gesehen? Das kann man hochrechnen, sicher ein paar 10.000. Was man in diesem Paper hier gemacht hat, man hat
über 100.000 solcher Hautveränderungen genommen und ein neuronales Netzwerk trainiert. Und das neuronale Netzwerk hat die Diagnosen der Dermatologen, nämlich einfach nur binär, benigne, maligne, zuzuordnen gelernt, dem Aussehen dieser Läsion. Und dann hatte man das mit über, das ist die Arbeit gewesen, man hat 129.450 solcher Bilder genommen, die von Dermatologen als maligne oder benigne eingeschätzt wurden. Und dann hat man, und zwar von 21 Board Certified Dermatologists, also das waren Fachärzte für Dermatologie, das war, was man heute im Training neuronaler Netzwerke Ground Truth nennt, nach dem Motto, das stimmt, wir gehen aus, das stimmt. Und dann hat man ein Netzwerk trainiert, das hat dann einfach die Bilder sozusagen gesehen, elektronische Version dieser Bilder, und hat dann gelernt, maligne, benigne. Und wenn das Netzwerk, das Training des Netzwerkes, dafür braucht man große Computer und die gehen dann Algorithmen durch, immer wieder Bild, Ja-Nein-Entscheidung, Synapsen ändern, wieder. Das ist ein Trainingsalgorithmus. Wenn dann die Synapsen aber erstmal da sind, dann können Sie die Synapsen nehmen und können die in ein ganz einfaches, können die in einen Chip reinbauen. Einfach nur diese Synapsen und dann kann ein ziemlich einfaches Ding, es passt in Ihr Smartphone, ja, mittlerweile, kann dann, Sie nehmen Ihr Smartphone, filmen oder fotografieren irgendeine Hautläsion, und das ging dann damals vor 5 Jahren oder 6 Jahren mittlerweile, ging es dann ins Netz. Im Netz war dann die KI, die hat gesagt, maligne, benigne, und innerhalb von 10 bis 20 Sekunden kam die Antwort zurück und war so gut wie zwei Hautärzte. Also, wenn man überlegt, früher gingen sie zum Hautarzt, haben 2 Stunden im Wartezimmer gesessen und dann hat er draufgeguckt und was gesagt. Jetzt nehmen sie ihr Handy, fotografieren das, in 10 Sekunden haben sie die Diagnose. Und die ist genauso gut wie zwei Hautärzte. Und das ist interessanterweise schon 2017 in Nature publiziert. Das war dann die erste Medizinanwendung und die war also auf jeden Fall ein Nature Paper wert, weil damit klar wurde, wo es lang geht in der Medizin. Natürlich blieb es nicht bei der Dermatologie und das schrieben auch die Autoren damals schon. Das geht wahrscheinlich auch in der Augenheilkunde, in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, in der Radiologie und sonst wo. Und das war natürlich bemerkenswert, denn also ich kann Ihnen sagen, heute haben wir das alles. Ja? Und ich möchte Ihnen noch ein schönes Beispiel, weil man da auch wieder was anderes noch lernt, zeigen, was Radiologen gemacht haben. Das ist 2019 publiziert. Die haben einfach mal gesagt, wir haben doch longitudinale Daten aus großen Patientenstudien. Und da wird oft am Anfang wird also es gibt viele solcher Studien, die sind sehr aufwendig, weil man da Tausende von Patienten, mittlerweile wurden Studien angeschubst, weil es diese Art der Auswertung über KI überhaupt gibt, hat man jetzt gesagt, hey, wir müssen Studien machen, wo wir 100.000 Patienten nehmen und von denen das Genom nehmen und die dann beobachten, bis sie alle tot sind. Und dann können wir die KI rückwärts anwenden und können gucken, gibt es irgendwas, was schon 20 Jahre vorher vielleicht anzeigt, wie lange der lebt oder was man vielleicht hätte machen müssen und. Und was ich Ihnen jetzt zeige, ist sozusagen die Grundlage für das Rationale, dass heute alle großen Industrienationen, also USA, Europa, Großbritannien, Deutschland auch, aber es sind vor allem die großen Industrienationen, haben damit auch ein Bias, nämlich sind meistens Weiße, Nicht-Schwarze und Nicht-Asiaten, weil China macht das auch mittlerweile. Aber Afrika wird unterrepräsentiert in diesen KIs, die lernen aus sozusagen Medizindaten und langen Verläufen, die Verläufe vorherzusagen. Das ist jetzt im Moment gerade am Laufen. Und was da rauskommen kann, das ist eine kleine Studie gewesen, zeige ich Ihnen mal schnell, weil das ist so interessant, was man da hier sieht. Die haben sich eine völlig verrückte Fragestellung ausgedacht, nämlich wir nehmen einfach mal nur den Röntgenthorax. Also wenn Sie krank sind und irgendwas haben, bekommen Sie irgendwann auch einen Röntgenthorax. Und dann nehmen wir diese Längsschnittdaten und betrachten nur den Röntgenthorax, sonst nichts, auch nicht, also nicht die Diagnose, andere Laborwerte, gar nichts. Und gucken einfach, wie lange lebt der. Und versuchen, das Netzwerk zu trainieren, dahingehend, ob es aus dem Röntgenthorax und sonst nichts vorhersagen kann, wie lange der lebt. Rechts ist, was rauskommt, das waren über 6.000 Röntgenthoraxbilder, und wo man dann über das Netzwerk gelernt hat. Und wenn man dann die
die eingeteilt hat in Gruppen. Also man hat dann so gesagt, wir nehmen jetzt mal die schlechteste Prognose haben und die hohe Prognose haben, dass sie sterben werden, mittlere, geringe, sehr geringe, und fassen die zusammen und gucken uns von diesen Gruppen nach der Vorhersage dann das tatsächliche Überleben an. Dann sehen Sie, dass das Netzwerk ganz gut ist, nämlich es hat bei denen, wo vorausgesagt wurde, sehr gering die Mortalität, dann sehen Sie, da haben 95% überlebt, und bei denen, wo das Netzwerk vorhergesagt hat, Mortalität hoch, da sind dann nicht mal mehr die Hälfte da. Das ist interessant, aber was man jetzt weitergemacht hat, ist richtig clever und wegweisend für vieles andere. Denn wir haben ja immer noch das Problem, also noch habe ich darüber nicht gesprochen, aber wir haben das Problem, Sie entsinnen sich vom Anfang, nämlich das Ding macht jetzt was und kann was. Aber wir haben keine Ahnung, warum. Also irgendwie findet es aus dem Röntgenthorax, wie lange der lebt, aber wir können das Ding nicht fragen, wie es das macht. Und es hat halt seine Synapsenstärken, und mit denen macht es dieses Mapping von Thorax auf Mortalität. Aber wir haben keine Ahnung, wie. Und an dem Beispiel sieht man schön, dass man tatsächlich mit ein paar Tricks rauskriegen kann, wie das Ding vorgeht. Und der Trick in dem Fall war folgender. Sie machen alles nochmal, und zwar ein paar hundert Mal nochmal, und decken jedes Mal ein kleines Stückchen vom Röntgenbild ab und gucken, wie gut es dann noch klappt mit der Vorhersage. Die wird natürlich schlechter, wenn Sie weniger Input dem Netzwerk zum Lernen geben. Und nochmal, Sie decken immer ein Stückchen ab und gucken, wie gut ist es dann. Und dann, wenn Sie das hunderte von Malen gemacht haben, dann können Sie dieses Stückchen dadurch charakterisieren, dass Sie sagen, um wie viel geht denn auf dem Stückchen oder dem die Vorhersagegenauigkeit runter. Und was Sie dann machen können, ist diese Daten nehmen und in eine Heatmap verwandeln. Das ist das, was Sie hier links sehen. Das ist eine Heatmap, wo farbcodiert ist. Heatmap ist nichts anderes als ein farbcodiertes Bild. Und der Code hier ist die Wahrscheinlichkeit, sozusagen der Informationsgehalt dieses Stückchens Bild im Hinblick auf die Vorhersage der Mortalität. Und die Codierung ist, blau ist wenig Vorhersage, grün schon mehr und gelb am meisten. Und das ist das, was die Radiologen vom Stuhl gehauen hat. Denn wenn Sie überlegen, was macht ein Radiologe, wenn der sich einen Röntgenthorax anguckt, der guckt sich die Herzkontur an, der guckt sich die Lungenverschattung an oder überhaupt die Lunge, ist sie verschattet, gibt's da irgendwas, was nicht hingehört und so weiter. Was sich die Radiologen definitiv nicht angucken, sind die Schulterblätter. Es sei denn, sie sind zufällig gebrochen, aber deswegen macht man selten einen Röntgenthorax. Aber die Radiologen haben sich alles angeguckt, aber nicht die Schulterblätter. Und was sagt die Mortalität voraus? Die Röntgendichte und die Stellung der Schulterblätter. Und die Radiologen haben selber kommentiert, da wären wir nie drauf gekommen. Die KI hat sie drauf gebracht. Wenn man die KI dahingehend untersucht, und das geht eben Bilder, aber es geht auch bei anderen KIs, wenn man Daten entsprechend systematisch manipulieren kann, um dann zu gucken, wie gut performt die KI. Also das ist eine Methode rauszukriegen, woran es denn liegen könnte, dass die KI so gut ist. Und hier hat man eben rausgekriegt, es ist die Röntgendichte und die Stellung der Schulterblätter. Aber nochmal, da wären Menschen nie drauf gekommen. Ja. Weil der Radiologe, von dem ich das Beispiel habe, der sagte mir, du, da gucken wir nie hin. Ja. Und das war das Aberwitzige und das Verblüffende, dass hier die KI, und daran kann man das schön sehen, die KI hatte hier, die kam auf einen Gedanken, auf den kam noch kein Mensch. Wissen Sie, es wurde ja, als ChatGPT aufkam, weiß ich, dann hat in der Tagesschau oder irgendwo anders wurde dann auch zum Beispiel ich glaube, die Bildungsministerin, die damalige war es, die gesagt hat, ja, Rechenreihe ist ja schön, das können die Computer toll, aber wir Menschen, wir haben ja Intuition, und das kann ja keine Maschine. Und das ist natürlich völlig daneben. Weil was hier die Maschine liefert, ist eine neue Intuition. Nämlich, guckt an den Schulterblättern liegt's. Ja. Oder beim Go-Spielen, hey, mach mal den Zug, der erscheint dir verrückt, aber mit dem gewinnst du. Ja. Also das war schon beim Go klar, dass diese Maschine bessere Intuitionen hat als alle Menschen zusammengenommen. Und hier sehen wir, wo es lang gehen kann, nämlich dass der Maschine was einfällt, was uns Menschen nicht eingefallen ist.
Und so war es, ich muss jetzt abkürzen, um nicht zu lang zu überziehen. So war es dann in vielen Fällen. Mittlerweile ist, es war auch es vor ein Jahr her, dass der erste mathematische Beweis publiziert wurde, wo es nicht so war wie früher, dass ein Mensch eine verrückte Idee hatte, wie ein Beweis funktionieren konnte, und dann mussten die Computer rechnen, ob das stimmt, was der sich ausgedacht hat. Nein, es war umgekehrt. Die KI hatte eine Idee gehabt und die Menschen haben gerechnet und gezeigt, dass die Idee stimmt. Aber die Idee zum Beweis hatte die KI. Das war vor einem Jahr zum ersten Mal der Fall. Also sogar in der Mathematik. Ja. Und was hier schön steht, ist: AI will not replace radiologists, but it's radiologists that use AI that will replace radiologists that don't. Und das lesen Sie mittlerweile in der Literatur dauernd. Chemiker, die keine KI verwenden, werden durch Chemiker, die KI verwenden, ersetzt. Weil nämlich auch eine KI mittlerweile sich Reaktionswege ausdenkt, auf die Menschen nie gekommen sind. Problem: damit kann auch ein Bösewicht Gifte synthetisieren, ohne dass er Chemiker ist, und kann die dann sogar den Syntheseweg selber nachkochen, obwohl er keine Ahnung von Chemie hat. Und das ist das, was die Leute, die chemische KI schon 2014 publiziert haben, auch 2014 schon geschrieben haben. Hey, das Ding ist gefährlich. Wenn es in die falschen Hände kommt, dann kann der damit anstellen, was ganz, ganz, ganz gefährlich ist. Nämlich zum Beispiel ein Nervengas synthetisieren, von dem die KI ihm sagt, ist tausendmal tödlicher als Sarin. Oder was wir so im Ersten Weltkrieg hatten. Und oder das ist in Science publiziert worden, die KI kann sich ein Virus ausdenken, der schlimmer ist als Corona und infektiöser und tödlicher. Und dann schickt man diese Sequenz irgendeinem Labor, und die Liste von Labors, wo man das hinschicken kann und das Virus ausmacht, auch macht, ohne zu fragen, was ist denn das, also ohne nachzufragen. Auch so eine Liste hat die KI innerhalb von einer Stunde bereitgestellt. Und eine Aminosäuresequenz, die das dann kann. Das war im Fachblatt Science Mitte Juni. Dann war mir klar, jetzt weiß ich, was die auch wussten und weswegen die fürs Moratorium gestimmt haben, weil es tatsächlich brenzlig werden konnte. Damit bin ich eben schon bei Pros und Contra. Wir müssen uns nicht vor der KI fürchten, die auf die Idee kommt, ja, die Erde hat Mensch. Und damit es der Erde wieder besser geht, müssen wir sie von Mensch befreien, und dann wird sich die KI gegen uns wenden, uns auslöschen und der Erde geht es wieder besser. Dafür gibt es Hollywood-Filme, die haben das alles schon durchgespielt. Das wird aber nicht passieren, weil, wie neulich eine britische Wissenschaftlerin gesagt hat, wer wird denn schon so blöd sein und eine KI mit dem Atomknopf verbinden, hardware-seitig, sodass das dann einfach gehen kann? Das wird nicht passieren. Ja? Aber es wird böse Wichte gibt es immer, und Leute, die Schindluder mit neuen technischen Entwicklungen treiben, auch. Und deswegen werden wir eine KI-Regulierung brauchen. Da sind wir in Europa ganz gut dran, denn ja, wenn es eine Region gibt, wo man dabei am weitesten ist, dann ist es tatsächlich Europa derzeit, nicht die USA, nicht die Chinesen, sondern die Europäer. Und es ist sicherlich das, was jetzt vor ein paar Tagen gerade entschieden wurde. Nicht der Weisheit letzter Schluss, aber eben ein Schritt in die richtige Richtung zur Regulierung von KI, die wir dringend brauchen, damit eben die KI zum Wohle aller eingesetzt wird. Nicht nur zum Wohle der fünf reichsten Firmen der Welt, die noch reicher werden, indem sie Daten von uns analysieren und dadurch noch bessere Werbung machen können. Das wäre falsch, wenn das so kommt, sondern hoffentlich zum Wohl von uns allen. Denn nochmal, auch die Klimakrise können Sie nur bewältigen, wenn Sie zum Beispiel Wasserstoff finden. Das finden Sie nur aus dem Weltall, indem Sie bestimmte Bodenformationen aufdecken. Das weiß man heute schon. Sie können auch nur 100 Millionen Bäume in der Sahelzone pflanzen, wenn Sie die durch KI einzeln erkennen können auf Satellitenbildern und dann sagen können, welcher ist krank, welcher hat zu wenig Wasser, um dann dafür zu sorgen, dass dieser Wald, der das CO2 auf der Erde aufsaugen will, dass der auch tatsächlich wächst und gedeiht und dass man die Bäume dann irgendwann verbuddeln kann, sodass das CO2 längerfristig wirklich aus der Luft rausgeworfen wurde. All das geht überhaupt nur mit KI. Deswegen zu glauben, wir könnten jetzt einfach so tun und als wäre es nichts und weitermachen, das geht nicht. Wir werden KI brauchen, um unsere Probleme zu lösen. Und wir werden sie hoffentlich gut genug kontrollieren, damit wir nicht noch mehr Probleme kriegen. Danke fürs lange Zuhören. Ja, vielen Dank, Herr Spitzer, für den schönen Überblick. Wer bei der Erklärung des Prinzips des neuronalen Netzes abgelenkt war durch eingespielte Bilder, der kann sich die Aufzeichnung anschauen oder der kann es auch im Buch nachlesen in Kapitel 4 Gehirncomputer. Da wird genau das sehr schön erläutert. Wir kommen in die Diskussion. Wortmeldungen sind möglich und erwünscht und ich beginne vielleicht gleich selbst mit einer Frage, die im Chat gestellt wurde, nämlich,
Es wurde ja klar, dass die KI nicht erklären kann, wie sie zu ihren Ergebnissen kommt. Man kann sie nicht fragen, hatten sie gesagt. Und der Mensch kann es ja erklären. Nun gibt es aber ja strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen dem Funktionieren des Gehirns und der Arbeit der KI. Deswegen kann man fragen, wie kommt es denn, dass der Mensch das erklären kann? Das würde ich in Verbindung bringen mit Bestrebungen, auch die KI erklärfähig zu machen. Es gibt ja das Stichwort der Explainable AI, also der sozusagen der Erklär künstlichen Intelligenz. Wie sehen Sie da die Zugriffsmöglichkeiten auf Erklärungen? Ja, also ich bin da nicht so optimistisch wie die Leute, die von Explainable AI reden. Ich weiß eigentlich genau genommen gar nicht, was die damit meinen. Und ich nehme an, die wissen es selber auch nicht. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Die KI kann man nicht fragen. Und die ist zum Beispiel auf, das ist ja alles gut dokumentiert, bei den Duells zwischen der AlphaGo und dem Lee Sedol. Da hat irgendwann mal AlphaGo einen ganz eigenartigen Zug gemacht. Die hat den weltbesten Go-Spieler völlig verwirrt und der hat sich dann auch erstmal zurückgezogen und dann kam er wieder und hat dann was gemacht und hat verloren. Ja. Man muss aber wissen, dass an einer späteren Partie ist dem Lee Sedol plötzlich ein eigenartiger Zug eingefallen, den hat er gemacht und hat dann in der KI, ich glaube, sogar gewonnen oder mindestens unentschieden gespielt. Also, der wusste auch nicht, wie ihm die Idee gekommen ist. Und jetzt sind wir mal ehrlich, wenn wir eins aus der Kreativitätsforschung wissen, ist, dass wir nicht wissen, wie es zu den verrückten Einfällen, die Leute haben, kommt. Man weiß, wie die Vorbedingungen sein müssen. Jemand muss alles über ein Problem wissen. Aber warum ihm dann plötzlich die Idee kommt, da gibt es so schöne Anekdoten, der Kekulé, der fantasierte da irgendwelche Viecher, die sich irgendwann Ringelwein am Schwanz gefasst haben und so fand er den Bentolring. Aber letztlich ist es ja auch nur eine rationale Rekonstruktion von einem Einfall, von dem auch der Herr Kekulé nicht weiß, wie der von seinem Gehirn bewerkstelligt wurde. Und so muss ich letztlich sagen, also explainable. Wir haben auch keine explainable Hirns. Die können ja die Leute fragen, wie kommst denn du da drauf? Und wenn es ein Forschungsergebnis gibt, dann ist es, die Leute geben einem immer, sagen einem immer irgendwas, aber was sie da sagen, hat mit dem, wie das Gehirn funktioniert, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und das kann man auch schön zeigen, dass das so ist. Nach dem Motto, wenn wir uns erklären, dann kommen wir mit irgendwelchen Post-hoc-Erklärungen oder irgendwelchen Plausibilitäten, aber wir erklären wirklich nicht, was in unserem Hirn vorgegangen ist, dass wir auf irgendeine Idee kommen. Und genauso wenig, wie wir das können, und also selbst wir können es nicht, das ist mein Punkt. Die KI kann es gar nicht, die kann ja auch nicht reden, also die kann ja vieles nicht so gut, wie wir es können. Und wir können es auch nicht, das ist eigentlich mein Punkt. Und deswegen braucht man auch jetzt gar nicht darüber reden, wie das die KI vielleicht mal können würde. Also solange es wir nicht hinkriegen, kann das die KI auch nicht. Und ich bin persönlich sehr skeptisch. Aber mein Röntgenthorax-Beispiel hat ja gezeigt, wir können trotzdem versuchen rauszukriegen mit solchen Tricks, woran es liegen könnte. Und damit können wir doch ein Stück weit plausibel machen, was die KI macht und warum sie manches richtig macht. Ja, also es gab eine Nachfrage tatsächlich auch zu diesem Röntgenthorax-Beispiel, nämlich nachdem die Intuition, und Sie hatten den Begriff Intuition ja auch der KI zugeschrieben, nachdem die gefunden hatte, es waren die Schulterblätter, haben wir denn im Nachhinein verstanden, woran das liegt? Ein bisschen schon. Also es ist total simpel. Wenn es Ihnen nicht mehr so gut geht, weil Sie nicht mehr so fit sind, dann stehen Sie eher so da und nicht so. Und wenn Sie nicht mehr so fit sind, nimmt auch die Knochendichte ab, weil das ist eine Funktion ganz grob von Gesundheit. Und jetzt haben Sie schon die Stellung und die Knochendichte, die ganz klar mit Alter korrelieren. Und das ist es auf jeden Fall. Möglicherweise sind es noch, ich meine, der Drehwinkel ist es vielleicht noch genauer oder was, gibt es vielleicht auch nicht lineare Zusammenhänge, die man immer findet, wenn man da noch eine Zwischenschicht reinbaut. Das kann es alles sein. Aber das, was ich gesagt habe, ist es auf jeden Fall. Und das sagen die Radiologen in ihren Kommentaren natürlich auch. Aber die wären nie drauf gekommen, dass man damit das schon machen kann. Eine andere Verständnisfrage flechte ich noch ein, bevor dann Michael Bach drankommt. Beim Thema Einstein-Ringe war die Frage gewesen, womit die KI denn gefüttert wurde. Also wusste die KI, wie ein Einstein-Ring aussieht, Ja, wonach sie zu suchen hat? das hatte ich ja gesagt. Man hat die bekannten Einstein-Ringe, die hat mir der KI gezeigt sozusagen und die wusste, was sie zu suchen. Man kann sagen, man hat einen Filter eingestellt und dann hat das Ding halt danach gesucht. Und das konnte. Und der Witz ist halt, so eine KI, die kann auch eine Milliarde Bilder durchsuchen. Das können wir nicht. Wir brauchen zu lange.
Ja, und deswegen hat die KI eben dann diese heute etwa 35, die man weiß, eben gefunden und die Menschen nicht. Ja, dann bitte ich Rainer, das Mikrofon freizuschalten von Michael Bach für seine Frage. Ja, vielen Dank. Hallo Manfred, lange nicht gesehen. Hallo Sehr Michael, hätte ich spannend. kaum Ja, erkannt. man wird doch alt. Also, sehr spannend, ganz toll. Vielen Dank. Ich habe eine Frage, das ist eigentlich ein Nebenaspekt, aber bei der Erklärung von neuronalen Netzwerken. Im Deutschen haben wir ja das Wort trainieren und dressieren. Auf Englisch ist es dasselbe, ja? Und das, was man mit neuronalen Netzen macht, ist das nicht eigentlich eher eine Dressur? Ja, ist Ja, also ich habe es nicht so mit Tieren, deswegen habe ich mir die Frage nie gestellt. Aber natürlich, Tiere lernen. Und wenn ja, es geht man. nicht um die Dressurtiere. Es geht darum, dass man sozusagen beim Training ist sozusagen mehr Anführungszeichen mitdenken und Dressur ist mehr so eine Art Nachspielen. Und es geht mir sozusagen darum, was passiert, wenn man diese Backpropagation oder so auf die Netzwerke loslässt. Ist das jetzt eher Dressur oder ist das schon Training? Also ich glaube, dafür kenne ich die Semantik von Ah, Training okay, und gut. Dressur zu schlecht, weil das wollte ich ja sagen, ich kenne mich mit Tieren gar nicht aus, deswegen weiß ich gar nicht, was man da unter Dressur im speziellen Fall versteht. Also die Netzwerke, da passiert was, das ist gar nicht numinos, sondern das ist wirklich, wenn man ein zweischichtiges nimmt, da ist es total simpel. Da kann man wirklich nachvollziehen, aha, die Synapsengewichtsvektoren also wenn man. Die Anzahl der Zahlen eines Vektors spannen ja einen n-dimensionalen Raum auf. Und jeder Vektor, also der Synapsengewichtsvektor, der ist sozusagen im n-dimensionalen Raum, hat ja eine bestimmte Richtung. Und eben durch die Koordinaten wird die vorgegeben. Und Training oder Lernen besteht im neuronalen Netzwerk grundsätzlich darin, dass sich der Synapsengewichtsvektor im n-dimensionalen Raum in Richtung Inputvektor dreht. Aber nur ein kleines Stück. Und wenn der das oftmals macht, dann stellt er sich eben auf einen bestimmten Inputvektor ein und in einem anderen Neuron auf einen anderen Inputvektor. Und so muss man sich vorstellen, wird dann der Input von dem einen Neuron, dann die einzelnen Wolle durchgelassen und die Nullen. Mit denen passiert nichts. Und das andere Neuron hat eben so Synapsen, dass diese einzelnen Wolle durchgelassen werden und das andere nicht, sodass sozusagen dadurch, dass sich die Synapsengewichtsvektoren den Inputvektoren anpassen, bei jedem Neuron anders, das ist letztlich das Training, was das neuronale Netzwerk macht. Und wenn man das mal, das kann man sich in zwei, drei Dimensionen, kann man sich das sogar noch aufmalen. Und dann sieht man, der dreht sich tatsächlich so langsam und die Drehrate, das ist die Lernkonstante. Nämlich das ist, und die Lernkonstante ist in Netzwerktrainingsmodellen immer das, womit ich festlege, wie schnell sozusagen diese Anpassung erfolgt. Ich will es mal so sagen. Lernen ist immer Annäherung an ein Ziel. Wenn das das Ziel ist, ja, dann kommt es beim Lernen darauf an, dass ich nicht ganz kleine Schritte mache. Warum? Dann bin ich tot, bevor ich gelernt habe. Es kommt aber auch darauf an, dass ich, wenn ich ganz große Schritte mache, das kann man auch zeigen, dann hopse ich immer um die Wahrheit rum und komme nie an. Weswegen beim Training neuronaler Netzwerke man immer Folgendes macht, man die Schrittweite, die passt man an. Man fängt mit großen Schritten an, dass man erstmal so einigermaßen in die richtige Richtung kommt, und zwar jede Zelle halt in eine andere, weil es um andere Inputs geht. Und dann macht man die Lernrate immer kleiner, sodass man sich, wenn man mal in der Nähe der Wahrheit ist, dann wirklich mit ganz kleinen Schritten der Wahrheit nähert, weil man nur dann auch tatsächlich hinkommt und sonst immer nur um sie rumhopst. Ja? Und das ist letztlich, also das ist der Grund dafür, warum Babys ganz schnell lernen und Erwachsene ganz langsam. Weil das muss so sein, damit wir erstens viel lernen können und zweitens nicht immer alles gleich vergessen, wenn wir noch was dazulernen. Das muss so sein. Und das haben Netzwerkmodelle schon vor 30 Jahren angezeigt, dass sozusagen das, was man bei Menschen, wo sich der Mensch auszeichnet, dass er also in jungen Jahren ganz rasch lernt und dann immer langsamer lernt. It's not a bug, it's a feature. Nur so kommen wir zur Wahrheit. Deswegen reden wir auch vom alten Weisen. Der hat die Wahrheit besser als der Säugling, weil er der Wahrheit wirklich noch einen Ticken näher ist. Ja? Also, auf solche Einsichten kommt man nur, wenn man Netzwerksimulationen macht. Wenn man dann plötzlich, ah, so ist das. Und dann kommt man immer drauf, hey, es ist eigentlich ganz einfach. Aber es hat unglaublich weitreichende Konsequenzen. Also Okay, Dankeschön.
Dankeschön. Wir haben noch mehrere Fragen. Ich habe die Wortmeldung von Siemen gesehen, aber eine andere Frage passt jetzt gerade besser dazu, nämlich nochmal der Vergleich KI und Mensch. Wenn wir ausgreifen in die Philosophie des Geistes, dann könnte man ja sagen, die Art des materiellen Trägers, ob das jetzt eine biologische Zelle ist, eine Wetware oder ob das eine technische Hardware ist, die ist doch für die Funktionsweise eigentlich egal. Herr Spitzer, würden Sie dem zustimmen, dass, ja, dass sozusagen dieselbe Art geistiger Leistungen auf unterschiedlichen Substraten laufen kann? Das würde ich sofort unterschreiben, aber ich würde eine Sache zu bedenken geben, dass lebendige Organismen sich dadurch auszeichnen, dass sie verkörpert sind. Und das meine ich ganz im allgemeinsten Sinne. Wir sind räumlich und zeitlich endlich. Und das hat ganz eigenartige Konsequenzen. Nämlich eine KI, die kann ja überall laufen und die kann endlos laufen. Das heißt, die ist nicht räumlich-zeitlich begrenzt. Und das macht einen Unterschied, denn dadurch, dass, also wir sind räumlich-zeitlich begrenzt und deswegen haben wir auch ein Sensorium, wo wir feststellen, da ist Feuer, da wollen wir nicht hin, denn dann sind wir weg, zum Beispiel, ja. Oder da ist der Säbelzahntiger, wollen wir auch weg, ja. Deswegen haben wir sozusagen Gut und Böse. Wir wissen, wenn wir nicht essen und nicht trinken, dann sind wir auch irgendwann ziemlich bald weg. Deswegen haben wir Hunger und Durst. Wir wollen uns fortpflanzen und deswegen gibt es Sex und der macht uns Spaß. Und all das kommt durch wirklich die Endlichkeit, die auch dazu führt, dass wir Agency haben. Wir wollen was. Wie soll denn ein Mechanismus aussehen, wie eine KI, die überall ist und ewig, wie soll die je was wollen können? Die Antwort ist, die kann nichts wollen, weil sie ja, also nicht nur, weil sie keinen Sex hat und keinen Hunger. Nein, sie kann gar nichts wollen, weil sie ist ja schon überall und unendlich. Wollen kann man nur, wenn man begrenzt ist, wenn man dann eben daraus abgeleitet Bedürfnisse hat, verräumlicht ist, zeitlich begrenzt hat. Und die aufgrund dieser Endlichkeit, die eben mit Verkörperung zusammenhängt, und da meine ich nicht mal Muskeln und Sinnesorgane, ich meine wirklich Verkörpertheit im ursprünglich philosophischen Sinne. Das können Sie bei Strawson finden. Der hat Einzelding und logisches Subjekt auf Englisch Individuals geschrieben. Und der hat gesagt, es geht überhaupt nur, dass wir Menschen uns als Person betrachten, wenn wir verräumlicht und verzeitlicht. Der hat es dann auch mit der Verräumlichung noch genauer getrieben hat. Und sein wirklich analytisch-philosophisches Büchlein kann man bei Reclam kaufen, kostet nicht viel, aber es ist total spannend zu lesen. Das hört mit dem Satz auf. Und deswegen glauben die Katholiken, die rechtgläubigen Katholiken, auch an die Auferstehung des Leibes. Weil wenn wirklich nur die unverkörperte Seele aufersteht, dann kann man da oben nicht, man da kann Kaffee trinken, sich nicht unterhalten, man weiß auch und will nichts mehr und es gibt einen einfach nicht mehr. Und genau deswegen, also es gibt uns Menschen so, wie wir sind, nur weil wir so endlich sind. Und deswegen haben wir Agency. Deswegen ist es auch nicht die Frage, ist die KI bewusst? Das ist so langweilig, dieses Thema, weil es mir völlig egal. Erstens wissen wir nicht, wie wir Menschen bewusst sind und was Bewusstsein überhaupt ist. Deswegen wollen wir die Frage bei der KI gar nicht stellen. Aber selbst das Stellen ist nicht mal interessant. Weil dass wir was wollen und so weiter, das hat nicht mit Bewusstsein nichts zu tun. Die Tiere wollen auch was, auch wenn sie gar nicht bewusst sind. Sogar ein Oktopus will was, weil der kann ja auch am Modell lernen und hat in jedem Arm ein eigenes Gehirn von, also 8 Hirne hat er. Ja? Deswegen mit Bewusstsein und unserem menschlichen Verstand hat das, worum es geht, wenn man sich fragt, was ist denn mit uns und was unterscheidet uns von der KI, nicht viel zu tun. Wir sind endlich, wir sind verräumlich und die KI ist es nicht. Und das ist der große Unterschied. Bewusstsein ist es nicht. Ja, vielen Dank. Sie haben damit schon gleich eine Frage weggeredet, die im Chat gestellt worden war, nämlich, was muss denn passieren, damit wir einer KI Bewusstsein attestieren? Das ist aus Ihrer Sicht also die falsche Frage. Ja, das ist wirklich banal und also uninteressant letztlich. Und ja, natürlich könnte man jetzt was basteln, was dann endlich wäre, aber dann wird, ob man es dann KI nennt, ob man es wählen lässt, das sind dann Fragen, die sind eigentlich langweilig, also wenn man sie mal philosophisch betrachtet. Gut, dann kommen wir jetzt zur Fragestellung von Siemen, der entstummt werden sollte, um die Frage zu stellen. Ja, Herr Spitzer, das, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, das hat mich eigentlich sehr beruhigt, weil ich habe den Eindruck, bei KI macht man oft in der allgemeinen Diskussion so einen unglaublichen Anthropomorphismus. Also man legt der KI irgendwelche Dinge ins ja, in das, was sie können soll,
was aus einer Begriffswelt entstammt, die eigentlich dem Menschlichen oder dem Lebendigen vorbehalten ist. Also denken, wollen, haben Sie gerade angesprochen, ich würde auch fühlen dazu zählen. Also all diese Dinge, da können wir doch eigentlich ganz beruhigt sein, dass die KI uns da nie das Wasser reichen wird, weil sie einfach ein sturztotes, mechanistisches Automatending ist und kein autonomes Subjekt. Würden Sie das auch so sehen? Also ja, ich würde das so sehen. Also ich finde diese Fragen gar nicht so spannend und deswegen finde ich es auch so langweilig, wenn dann immer in großen Zeitungsartikeln darüber geredet wird, ob die KI bewusst ist oder nicht. Das finde ich nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die KI tatsächlich vieles kann, was wir nicht können. Und wenn wir das richtig einsetzen, also wenn Experten KI benutzen, dann kommen wir sehr schnell, sehr viel weiter, als wir ohne die KI gekommen wären. Und mein Punkt ist, es ist auch höchste Zeit, weil wir brauchen all diese Erkenntnisse, die die KI für uns dann generieren wird, in Zusammenarbeit mit Experten, um unsere dringendsten Probleme zu lösen. Das wird ohne KI gar nicht gehen. Und genau deswegen bin ich froh, dass wir sie haben. Ja? Aber natürlich müssen wir auch aufpassen, dass es nicht, also, dass es nicht missbraucht wird. Das ist auch klar. Aber schauen Sie, wenn Sie mit Ihrem Smartphone im Auto unterwegs sind, dann können Sie in Google Maps gehen und damit geben Sie Ihren Standort preis. Wenn das aber jeder macht, dann kann eine KI auswerten die Standorte von Millionen Handys in Deutschland und eben auch den Handys, die vor Ihnen und hinter Ihnen fahren. Und dann kann die KI mitkriegen, oh, da stehen 10 Handys hintereinander und die bewegen sich nicht. Dann zeigt Ihnen die KI genau das in dem Stau an, wo Sie gerade stehen, in Echtzeit. Das kriegen Sie nur mit KI überhaupt hin. Und damit, dass Sie sagen, ja, wer mitmacht, der hat schon seine Daten bereitgestellt und damit kann man sie analysieren und damit helfen wir allen, die Staus wieder zu umfahren oder sie schnell aufzulösen oder was auch immer. Also, wenn Sie damit mal unterwegs waren, dann wollen Sie kein anderes Navigationssystem mehr als Google Maps, weil kein anderes kann in Echtzeit das machen, was Google Maps kann, weil eben alle Handys da sein müssen, wenn Sie den Service nutzen. Und das ist natürlich auch die Idee von dem, was wir heute diskutiert haben in den Nachrichten, nämlich eines digitalisierten Gesundheitssystems. Wenn man die Daten von allen hat und alle sagen, okay, damit ich geholfen kriege, muss ich auch meine Daten zur Verfügung stellen. Und dann kann die KI solche Analysen machen, wie anhand des Röntgenbildes mal kurz durchgespielt, aber auf ganz großem Stil. Und dann werden wir alle eine bessere Medizin kriegen. Mit Hilfe von KI. Das wird kommen. Und das wird nicht in 50 Jahren sein. Das wird alle die jetzt hier zuhören, betreffen, wenn wir nur halbwegs vernünftig damit umgehen und das eben so lösen, dass tatsächlich mitmachen auch bedeutet, nicht mitmachen und nicht Daten liefern, sondern eben auch Daten liefern, weil nur dann kann es funktionieren. Und das muss den Leuten klar sein, dass nur dann KI uns allen hilft, wenn wir alle auch Daten zur Verfügung stellen. Es muss natürlich gesichert sein, dass die nicht missbraucht werden. Aber genau das ist der Punkt, weswegen KI reguliert gehört. Ja, mit Blick auf die Uhr müssen wir langsam ein bisschen zum Ende kommen. Ich würde aber gern noch weitere Anwendungsmöglichkeiten der KI ansprechen. Wir hatten ja Beispiele aus Mathematik, aus Naturwissenschaften und aus Medizin. Nun ist die Stärke der KI doch darin zu sehen, Muster zu finden in riesigen Datenmengen. Und zwar in Bereichen, von denen wir möglicherweise noch gar keine guten Theorien haben. Ich denke da an die Vielfalt menschlichen Verhaltens. Wie sieht es denn aus in der Psychologie? Wie sieht es aus in der Soziologie? Und Sie hatten im Buch ja sogar die Geisteswissenschaften angesprochen. Wo steht uns der KI-Einsatz noch bevor? Also immer da, wo Sie, es liegt gar nicht an der KI, es liegt an guten Datensätzen. Ja? Also wo haben wir denn gute Datensätze? Und in der Soziologie und der Psychologie, da bin ich mir nicht sicher, ob wir wirklich harte Daten, also irgendwas reproduzierbares, reliables und das hunderttausendfach, ob wir das schon haben. Und deswegen ist es problematisch, dass man da fragt. Also, wenn ich das kurz sagen darf, in der Altphilologie, da geht es ziemlich gut. Also, die Anzahl der Texte auf Römisch und Griechisch, die ist überschaubar.
Und deswegen hat man auch eine KI damit trainiert. Und die kann mittlerweile besser Texte, die irgendwo nur noch halb da sind, ergänzen, als das jeder Altphilologe kann. Das ist auch in Nature publiziert vor 2 Jahren etwa. Also die Experten staunen, was die KI sich dann ausdenkt, was da gestanden haben könnte. Und meistens sagen die Experten, hey, da wären wir nie drauf gekommen, aber das könnte schon sein. Und man hat die KI natürlich trainiert mit vollständigen Inschriften und hat sie dann anhand der vollständigen Inschriften, dann hat man die unvollständig gemacht und dann geguckt, was sagt denn die KI? Und das Trainingsset und das wirkliche Set waren auch noch verschieden. Also man hat sie damit trainiert und dann auf was losgelassen, wo man auch wusste, was rauskommt, aber die KI hat es nicht lernen können, weil es war nicht im Trainingsset. Und so muss man das machen, damit man auch rauskriegt, kann die KI wirklich was oder hat die nur was auswendig gelernt? Und sie kann halt tatsächlich, wenn man sie richtig trainiert und gut genug trainiert, auf neue Beispiele angewendet, was sagen, was dann da wirklich steht. Und dann kann man sie eben auch auf Beispiele anwenden, wenn man weiß, die kann es, wo man nicht weiß, wie es wirklich ist. Und dann findet sie, wie es wirklich ist. Und man muss dann, das hat ja in Nature schon gestanden, man muss dann annehmen, dass es stimmt, obwohl man nicht weiß, warum. Die KI weiß es nicht, die Experten können nur sagen, oh, das kommt mir verdammt plausibel vor, es könnte tatsächlich da gestanden haben. Und noch ein Beispiel, der Textkorpus der Keilschrift ist etwa 10-mal größer als alles, was es auf Lateinisch und Griechisch, Altgriechisch zusammengenommen gibt. Wir haben etwa 600.000 Keilschrift-Tontafeln in den Schubläden dieser Museen dieser Welt sozusagen lagern. Keilschrift lesen ist deswegen so schwierig, weil es mindestens 10 Sprachen, wahrscheinlich 12, 13 gibt, die in Keilschrift geschrieben sind. So wie man Englisch, Französisch und Deutsch in unserer Schrift schreiben kann, kann man mit Keilschrift auch etwa 1 Dutzend Sprachen schreiben. Und Sie müssen dieses 1 Dutzend Sprachen können, damit Sie Keilschrift lesen können. Und es gibt auf der Welt etwa 100 Leute, die das drauf haben. In Deutschland sind es zwei, drei, vielleicht 5, mehr nicht. Manche können eine Sprache, aber wirklich Leute, die das alles können, da gibt es ganz wenig. Und jeder von denen hat natürlich nicht 600.000 Keilschrifttafeln gelesen. Eine KI mittlerweile schon. Weswegen die KI mittlerweile sagt, die dritte Tafel in der 27. Schublade im Museum von Rio de Janeiro ist Seite 2 eines Buchs, wo die Seiten 4, 5 und 9 in London und die Seite 1 in St. Petersburg liegt. Das gibt's schon. Weil die KI alles gelesen hat, was es gibt. Und dann sagen kann, wie es zusammengehört, wenn irgendwo was fehlt. Sagt sie, was da steht, und die Experten gucken nur noch staunend zu. Das ist Stand jetzt. Ja, also es geht um Menge und es geht um Geschwindigkeit. Ja, und Ich um sehe große eine Wortmeldung. Datensätze. Deswegen habe ich ja auch in meinem Buch noch spekuliert. Wo gibt es denn noch große Datensätze? Ja, Seismologen. Die Seismografen laufen ja dauernd. Und dann gibt es ab und zu Erdbeben. Und dann gibt es. Dass die Aufzeichnung des Seismographen vorher, das kann man digitalisieren. Heute läuft es ja eh alles digital, aber vor 100 Jahren waren das alles Aufschriebe, irgendwo auf Papier mit irgendwelchen Zacken. Das kann man auch alles digitalisieren. Und ich bin überzeugt davon, dass wir deswegen irgendwann eine relativ gute Erdbebenvorhersage kriegen werden. Weil eine KI kann lernen aus diesen vielen, vielen, vielen Trainingsdaten. Die muss nur mal alle Trainingsdaten dieser Welt damit gefüttert werden. Und dann wird die sagen, pass mal auf, da könnte es bald ein Erdbeben geben. Wir wissen dann auch nicht genau, warum. Und wenn das dann zum ersten Mal passiert, dann wird es schwierig. Also Beispiel, wir werden demnächst irgendwann ein riesengroßes Erdbeben in Istanbul kriegen. Weil die letzten waren wie an der Perlschnur aufgereiht und die nächste Perle ist genau da, wo Istanbul steht. Das sind über 20 Millionen Leute, die Straßen sind eng. Wenn da ein Erdbeben passiert, das gibt sehr, sehr viele Tote. Da sind sich alle einig. Alle wissen um das Problem. Aber nehmen wir an, wir wären schon 5 Jahre weiter mit der Erdbebenvorhersage. Und dann würde irgendeine KI sagen, hey, also Istanbul ist übermorgen dran. Und dann muss es aber ein Mensch sagen, wir evakuieren jetzt. Und nehmen wir an, der macht es und es wird evakuiert, was nebenbei auch ein Chaos gibt. Und dann passiert nichts. Was machen wir dann? Das wird passieren. Irgendwann wird das passieren. Und dann möchte ich der nicht sein, der sagt, okay, wir gehen jetzt wieder rein. Und dann kommt das Erdbeben. Also merken Sie was, da gibt es Dinge, das wird uns, wir werden das, also wir werden dieses Szenario erleben. Ja? Oder ähnliche.
Und dann wird es schwierig. Wer übernimmt die Verantwortung und wer reguliert das? Also da kommen Sachen auf uns zu. Wenn man anfängt, über die nachzudenken, träumt man schlecht. Das ist so. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich höchste Zeit, dass wir uns alle damit beschäftigen. Denn es wird niemanden geben, den es nicht betrifft. Das wird definitiv so sein. Ja, Sie weisen im Buch ja auch darauf hin, dass man nicht einer KI Verantwortung zuschreiben kann, sondern dass dann am Ende doch immer irgendwo ein Mensch sein muss. Ja, deswegen hat, also die Verlage, die Wissenschaftsverlage, die haben dann, als ChatGPT ein paar Wochen draußen war, haben die dann Publikationen zugeschickt bekommen, Autor Müller-Meyer-Schulze, ChatGPT. Und da war natürlich die Frage, ja, was machen wir denn jetzt? Können wir erlauben, dass die Leute, sind ja ehrlich, sagen wenigstens, ChatGPT hat mitgeschrieben. Können wir sagen, ja, wollen wir das belohnen, wir dürfen das machen? Und dann kamen sehr schnell alle Verlage nacheinander, ein bisschen, manche haben sich zusammengetan, aber es ging wirklich nacheinander, hat 2 Wochen gedauert. Und nach den 2 Wochen haben alle Verlage gesagt, das lassen wir nicht zu. Weil es geht bei einem wissenschaftlichen Paper nicht nur darum, wer hat das geschrieben, sondern vor allem auch, wer übernimmt die Verantwortung dafür. Wir nehmen mal Medizin. Wenn ich publiziere, hey, da gibt es eine neue Behandlungsmethode, die funktioniert super gut. Und dann machen das die Leute nach und die Patienten sterben. Dann werden die Leute sagen: Hey, Professor Spitzer, was hast denn du uns da geraten? Du bist dafür mitverantwortlich. Wenn ich dann sage, ich war es nicht, die KI hat es geschrieben, das geht nicht. Und weil es nicht geht, haben die Verlage gesagt: Wir lassen KI als Autor nicht zu. Und das ist wegweisend für den Umgang mit KI. KI ist eine Maschine, die kann keine Verantwortung übernehmen, das können nur Menschen. Und deswegen ist die KI immer begrenzt, weil sie kann keine Verantwortung haben, ganz prinzipiell nicht. Und sie sollte auch keine haben, was die Sache für uns natürlich nicht leichter macht. Aber wir sollten darauf achten, dass in dieser Weise eben mit KI verantwortungsvoll umgegangen wird und letztlich es Menschen sind, die dann dahinter stehen. Und der Zuckerberg kann auch nicht sagen, oh, das ist halt meine KI, die macht es halt so. Nee, er verdient damit Geld. Und er ist auch dafür verantwortlich, wenn junge Leute gemobbt werden, weil das letztlich zum Geschäftsmodell seines Angebots für die Zeitvertreib von jungen Menschen gehört. Und da ist er jetzt in den USA, in mehreren Bundesstaaten deswegen vor Gericht, was sinnvoll ist. Wir sind noch nicht so weit. Sind die Amis weiter und verklagen Herrn Zuckerberg, weil sich junge Menschen, weil die depressiv werden, weil sie sich umbringen. Und das ist kein Spaß. Und es ist wichtig, dass wir das ernst nehmen. Ja, vielen Dank. Wir haben schon überzogen, aber es ist spannend und wichtig. Und ich sehe seit langem eine Wortmeldung von Matthias Mixdorf. Und ich würde sagen, den nehmen wir noch dran. Rainer, wenn du den Herrn Mixdorf entstummst. Ja, ich kann mein Video einschalten. Ja, schönen guten Abend. Also die Frage, die sich mir in diesem Thema aufdrängt, das ist, wenn wir gerade über Möglichkeiten von Missbrauch reden, das ist die Frage nach militärischer Nutzung. Oh, danke, da habe ich ein ganzes Kapitel drüber geschrieben und derjenige, der es korrigiert hat, der hat dann gesagt, ich habe schlecht geschlafen, nachdem ich es korrigiert hatte. Die gibt es schon. Also wenn es was gibt, dann gibt es militärische Nutzung von KI. Und in dem Sinne, dass autonome Drohnen wahrscheinlich im Syrienkrieg und also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Ukraine-Krieg schon autonom getötet haben. Die Militärs selber sagen, da gibt es Verlautbarungen, in meinem Buch habe ich das sehr gut recherchiert, deswegen ein ganzes Kapitel darüber, gibt es Verlautbarungen vom Pentagon, aber vom März und vom Mai 23, dass das Militär auf jeden Fall sagt, wir wollen unbedingt im Loop sein, wir wollen die Verantwortung selber übernehmen, weil Krieg ist ganz prinzipiell was ganz ethisch-moralisches, da muss jemand Verantwortung dafür haben, wenn getötet wird aufgrund von bestimmten Werten, die zerstört werden können und. Sagen die Militärs ganz klar, wir wollen im Loop sein. Gleichzeitig wissen aber alle Militärs, dass wenn der Mensch im Loop ist, dann wird die Waffe oder das Waffensystem, um das es geht, egal was es ist, langsamer. Und damit, wenn es dann zum Konflikt zwischen diesen Waffensystemen kommt, gewinnt immer das, wo der Mensch nicht im Loop ist. Das heißt, die Militärs stehen jetzt gerade von dem blöden Dilemma, dass sie entweder sich abschaffen können und dann gewinnen sie, oder das machen, was sie auch offiziell alle sagen, nämlich wir sind dabei im Loop und wir tragen die Verantwortung, aber dann verlieren sie. Und dieses Dilemma, das ist reflektiert von den Militärs, aber nicht gelöst. Bislang habe ich nichts gefunden, was auch nur im Ansatz dieses Dilemma löst. Aber dass es das gibt, das schreiben die Militärs selber. Ja. Was bedeutet im Loop?
Im Loop heißt, dass der Mensch letztlich dann die Entscheidung fällt, ja, dieses Ziel, da darfst du feuern, oder nein, dieses Ziel darfst du nicht feuern. Also der Mensch ist sozusagen Teil des Systems und wird nochmal gefragt, bevor das System dann zum Beispiel jemanden tötet. Aber das braucht halt Zeit. Und wenn es zum Konflikt kommt, gewinnt der, der diese Zeit nicht einsetzt, sondern wo die Maschine es alleine macht, weil dann ist sie immer schneller. Und das ist das Problem. Das ist das unauflösbare Dilemma der Militärs, wenn es um ihren Umgang mit KI geht. Wenn sie KI alleine machen lassen, gewinnen sie, aber dann sind sie nicht mehr verantwortungsvoll. Sie wollen aber verantwortungsvoll Krieg führen und dann verlieren sie. No, das sage nicht ich, das sagen die Militärs selber. Ich habe diese Quellen zitiert. Können Sie nachlesen. Das ist richtig spannend. Wobei die Schwierigkeit, die ich da habe, soll ich wirklich im Bereich der Militär nach Verantwortlichkeit schauen? Oder sagen wir im Bereich der Politik, wenn ich mir das angucke, was zurzeit an kriegerischen Auseinandersetzungen läuft? Die Militärs bestehen drauf. Die sagen, Krieg ist was Urmenschliches und da muss der Mensch im Loop sein. Ja, wir sind bei großen Fragen der Verantwortung und damit der Ethik angelangt. Fragen, die uns noch weiter beschäftigen können und müssen. Vielen Dank für diese Rundtour heute, für diese Vorstellung des Buches. Ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Es ist ein zeitgemäßes Buch zu einem wichtigen Thema. Herzlichen Dank, Professor Manfred Spitzer. Gerne. Also vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren. Ich hatte selten wahrscheinlich so ein unglaublich fachliches Publikum und habe das sehr gerne gemacht. Und vielen Dank den Organisatoren, vielen Dank Ihnen, dem Moderator, und nochmal vielen Dank, Rainer, dass du die Idee hattest, dass ich das mache. Ich habe es gern gemacht. Dankeschön.